Cookies, Comic-Cookies, lecker. Ja, und da werden sich die treuen Hörer fragen, wo ist dann Bridi? Der macht heute Pause. Ja, Bridi ist, kann heute nicht. Hat mal wieder keine Zeit, aber er wird Zeit haben wahrscheinlich und hier noch irgendwas mit reinsprechen. Also von daher wird man ihn noch hören. Es wird euch überhaupt nicht auffallen, dass er nicht da ist. Genau. Wir schneiden sinnvolle Kommentare von Breedstorm einfach rein. Aber wir haben neben der fast schon angemieteten Gästin Feli auch noch einen anderen Gast hier. Hallo, ich bin der Florian. Und der hat gerade ein Herz im Mund oder so. Wir essen genau. Nämlich pünktlich zur Nichtjahreszeit schon mal Lebkuchen. Ja, ich schließe mich diesem Trend nicht an. Wenn ihr uns schmatzen hört, wisst ihr warum. Endlich wieder September. genau. Flori, kau doch mal kurz hin da und dann erzähl doch noch mal kurz, wer du überhaupt bist. Was du überhaupt so tust. Ich bin der Flori. Ich zeichne an einem Comic. Ja. Schon seit 20 Jahren. Also sowohl Comic als auch Single. Und, komme damit nicht so recht voran. Aber also ich bin sehr langsam. Und er trägt zu Hause selten Hosen. Gibt es da Verbindungen zu dem Status? Den Beziehungen. Oh, Entschuldigung, ich muss da nochmal nachfragen. Gibt es da Verbindungen zum Beziehungsstatus und der Tatsache, dass du zu Hause ohne Hose rumläufst? Schön, dass du gerade den Mund voll hast. Es ist sicher nicht förderlich, wenn man sein Date nach Hause bringt und direkt die Hose auszieht. Geneigte, das solltest du nicht tun. Lieber Hörer, Flori sitzt 5 Minuten am Tisch und hat schon die Schnauze voll. Ich bin hier knallrot an der Schiene nach Hause. Ja. Nein, aber... Ich habe also diesen passenden Comics. Tweet abgesetzt. Genau, es geht um Comics. Es geht um Comics. Wir reden um Comics. Wir reden uns um Comics und Kragen. Ja. Comics und Kragen. Seit wann reden wir hier über Comics? Ich dachte, ich bin eingeladen worden, um Flori eine Freundin zu finden. Ja, du bist eingeladen, um hier... jetzt isst doch mal, Mensch. Dann bist du wieder so ruhig. Leute, ich erkläre euch kurz, was wir heute machen werden. Wir werden Flori... Nimm dir einen Keks und geh ich mal vor, ich komme gleich nach. Oder wie war das? So, nein, vergiss es. Hilfe, ja. So, ich war auf der Konichi. Ja, die Uni wollte von der Konichi erzählen. Genau, das wird auch passieren. Die Feli ist schon ganz aufgeregt wegen irgendwas. Ich danke allen Leuten, die auf der Konichi zur Uni gegangen sind und gesagt haben, willst du das nicht die Nase malen, dann du machst Voldemort kaputt. Ich danke euch sie allen dafür, dass ihr Uni mobbt, wenn ich nicht da bin. Ja, es war großartig. Danke. Voll praktisch, wenn man gerade dabei ist, Common-Einträge zu machen. Ja. Was machen wir noch? Wir reden noch ein bisschen über Serien heute. Mhm. Und hast du Comics mitgebracht? Ich habe auch ein paar Comics, also 3 Stück. Ich habe im Urlaub tatsächlich mehr gelesen, aber die anderen haben wir schon vorgestellt, weil es fortlaufende Serien sind. Und du hast auch einen Comic mit, oder? Ich habe meine ganzen Comics verliehen. Zwei, die ich vorstellen wollte, jedenfalls. Aber dann kannst du so drüber sprechen. Ja. Oder über ich habe meine spezielle Buch mitgebracht. Das ist auch schön. Ich frage mich immer wieder, wie Comicleser in die Ecke kommen, dass sie Bilderbücher lesen. Auch Comicleser haben Kinder. Ja. Die waren vielleicht. Nicht wahr, Breedstorm? So. Ja. Breedstorm redet nur über penisförmige Raumschiffe. Das ist eine andere Geschichte. Das ist komisch, ja. Ich war voll erfolgreich als Kind. Was? Was? Oh mein Gott. So. Uni, erzähl doch mal von der Konichi. Das ist nicht ganz so lange her, wie du... Also, wenn der Podcast rauskommt, ist ja schon wieder Oktober. Die Konichi ist immer Mitte von September. Die war jetzt, glaube ich, vom 18. bis zum 20. Und ich war dort im Manga-Markt tätig. Ich habe dort geholfen.
Comics zu verkaufen. Nein, Mangas. Die sind ja immer noch sehr militant in der Trennung, was ich sehr seltsam fand. Aber am Freitag habe ich auf einem Comic-Manga-Panel reden können. Und da ging es tatsächlich darum, um die Preisentwicklung im Doujinshi-Bereich. Hier ein kurzer Einschnitt. Was ist ein Doujinshi? Doujinshis bezeichnet in Japan eigentlich den Fan-Comic, also den Comic, der kein echter, also, oh, jetzt werde ich geschlagen, also kein, nicht von einem Verlag verlegt wird. Nicht von einem richtigen Mangaka, sondern halt... Na doch, es können schon echte Mangaka, viele Mangaka machen Doujinshis zu ihren eigenen Mangas. Aber Doujinshis sind Fans zu einem bestehenden oder kein meistens originaler schon. Content. Meistens schon, genau. Es gibt auch große Doujinshi-Märkte, aber es gibt, dieser Begriff wird viel weiträumiger hier verwendet. Es geht wirklich auch darum, ich habe keinen Verlag und veröffentliche etwas. So sollte es in diesem Panel befasst werden. Und wir hatten sehr interessante Leute dort. Einmal welche, die auch von Tokyo Pop verlegt werden. Das ist ein großer Manga-Verlag hier. Dann welche, die über Self-Publishing ordentlich Geld machen. Und dann gibt es halt noch die, die Verrückten. Mein Mann hat ja vor 10 Jahren, hatten wir mal selbst einen Manga-Verlag. Für immerhin 4 Jahre, den Slitch. Wir haben uns aufgelöst und im selben Zug hat damals der den Delfinium-Prinz gegründet. Also als wir untergegangen sind, weil mein Mann dann angefangen hat zu studieren und es einfach sehr chaotisch wurde, kam dann ein anderer Verlag, der eben auch völlig verrückten Kram rausbringt. Darum ging es uns ja auch immer. Und wir haben halt festgestellt, also sowohl er als auch wir, dass es sehr schwierig ist, an den Manga-Fan zu bringen. Also, die Vermarktung da ist einfach verdammt schwer. Das verändert sich gerade. Das haben wir auch gemerkt, dass immer mehr, dass die Leute einfach offener werden für verrückte Themen. Das Schöne ist, im Panel ging es halt darum, dass viele Zeichner auf den Messen jetzt Geld verlangen, wenn du Bucheinträge haben möchtest. Und die Comics oder Mangas werden immer teurer. Früher haben wir Slitch für 3 bis 4 Euro verkauft. Dann waren wir zwischendurch bei 6,50 Euro und es lief fast gar nicht mehr, weil die Leute einfach es nicht eingesehen haben, dafür Geld zu verdienen, obwohl es eine Klebebindung war, die schon mal viel teurer ist und obwohl der Band fast 100 Seiten hatte. Okay. Und wir sind nicht mal, wir sind ja kein Verlag, wir waren ja ein Mini-Kleinstverlag. Das war damals das Wissen, dass einfach so Druckkosten unheimlich hoch sind und dass wir fast nichts an den Bänden verdienen, war fast nicht da. Heute kann man tatsächlich 8 Euro für sowas, was wir damals verkauft haben, kann man heute 8 Euro verlangen und die Leute zahlen es. Teilweise ohne mit der Wimper zu zucken. Ich saß ja dann am Stand und habe Comics und Mangas verkauft. Und wenn wir gesagt haben, ja, das sind 8 Euro, dann ist die Leute ausgepackt und kein, oh, das ist aber teuer oder du musst es überhaupt nicht. Wenn sie das haben wollten, musstest du kein Verkaufsgespräch führen und denen dann irgendwie was vom Pferd erzählen, sondern die wussten halt einfach, okay, das ist Self-Publishing und da hast du einfach riesige Selbstkosten und sie verstehen, dass du, wenn du eben 4 Euro mehr verlangst, als es eigentlich gekostet hat. Ich meine, das fand ich auch lustig, dass der Jo mal versucht hat, so vorzurechnen, was er an einem Band, ich glaube, der hatte 200 Seiten, hatte nämlich 50 Cent Stundenlohn gehabt. Das ist halt einfach so. Wenn man, aber nicht mal, man kann ja nicht mal sicher sein, dass es klappt, wenn man von einem Verlag gebeten wird. Also das ist, ist halt auch wie gesagt, das Panel fand ich sehr spannend. Wie gesagt, es kam sehr gut rüber, dass halt auch das Publikum von der Preisentwicklung nicht abgeschreckt ist, sondern dass es das in Ordnung findet, dass die Leute, die halt hart arbeiten, dann auch dafür bezahlt werden sollen. Ja. So, ansonsten schöne Messe. Ja. Anstrengend. Sehr anstrengend. Ja, das bringt schon immer so meistens mit sich. Wir haben sehr, sehr wenig geschlafen. Und es war sehr, sehr spannend, dass tatsächlich für die kommenden Einträge jetzt Geld bezahlt wird, ohne dass man groß angeplögt wird, dass man das verlangt. Generell, dass das Leute tatsächlich für deutsche Manga-Zeichner auf eine Convention gehen, fand ich sehr. Also die sind tatsächlich dorthin gepilgert für bestimmte Namen. Und das finde ich schon ziemlich geil. Also das war auf jeden Fall vor 10 oder 6, 7 Jahren, dass wir da aktiv waren, nicht so. Ich habe keinen Namen so gezogen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja auch die Eintrittspreise nicht ganz günstig, ne? Für so eine... Geldbündchen ist sauteuer. Ja, das sagt das ruhig mal. Ich glaube, es sind 70, 80 Euro für alle Tage und 56. Wie viele Tage sind das dann? 3. Und 56 sind allein der Samstag. Oder 50. Ja, der Samstag ist natürlich der teuerste. Genau, Freitag ist immer so ein bisschen
eigentlich mein Lieblingstag. Man verkauft zwar nicht sonderlich viel, aber man sieht die ganzen Leute wieder und sie haben dadurch, dass nicht so viel Andrang ist, auch Zeit für einen. Mhm. Also Samstag war die Hölle los, wie immer, ist normal. Mhm. Man sollte vielleicht, wenn man tatsächlich vorhat, die Konichi ein bisschen kennenzulernen, nicht den Samstag wählen. Mhm. Außer man steht auf Menschenmengen. Außer man steht echt da drauf, von farbigen Cosplayern angeschmiert zu werden, irgendwelche Flügel ins Gesicht zu kriegen, keinen Gang wirklich runterlaufen zu können, und nicht atmen zu können. Und auch eine Stunde vor der Toilette anzustehen, dort kein Klopapier vorzufinden und überall Federn und Krempel auf dem Boden liegen zu haben. Das ist natürlich, wie gesagt, nur der Samstag, der echt, es ist immer noch super gut organisiert. Das ultimative Survival Package für nur 56 Euro. Jawohl. Und die Konichi ist halt auch nicht nur für Manga- und Anime-Fans, sondern auch große Cosplay-Szene. Ja. Genau. Da gibt es auch Wettbewerbe und so. Ja, genau, es gibt riesige Wettbewerbe-Shows. Deswegen kommen sie halt alle. Genau. Wichtig ist auch noch, ihr müsst nicht unbedingt ein Ticket kaufen. Es gibt sehr viel um die Konichi herum. Die Cosplayer haben fast alle kein Ticket, weil einfach hinten im Gartensaal gibt es auch große Händlerbereiche, die man kostenlos betreten kann. Also man muss jetzt nicht, wenn man halt wirklich nur mal sehen will, wie es da abgeht, kann man auch mal... Das ist einfach mal so hinfahren. Es gibt sehr viel Entertainment auch rund um die Konichi, die jetzt nicht unbedingt in den Hallen stattfindet. Ja. Aber für die Panels, Workshops und so weiter ist es halt interessant, mal reinzugehen. Mhm. Ja, Florian, da gehen wir nächstes Jahr auch hin, ne? Als Pferd. Okay. Als Pferd. Was soll denn das denn? Wegen nach vorne. Ja, wer ist der Arsch? Wer ist der Pferdearsch? Tja, das müssen wir dann noch ausknobeln. So. Ja. Seid ihr denn so große Furries, dass ihr das machen wollt? Ach, wir sind sogar. Hast du sowas echt mal gemacht? Nein. Noch nicht, aber. Ich glaube, es wird kein Furry-Kostüm. Ich denke, es ist ein großes Pferdekostüm, wo einer der Arsch ist und einer der Kopf. Alle keine Ahnung, was abgeht im Pornbereich. Psst, nein, das darfst du ja sagen. Wir sind ja hier. Nein, wir wollen das nicht. Das könnte zu sehr traumatisieren. Es geht nicht darum, dass es ab 18 ist. Wir wollen doch Leute auf die Konichi locken. Also jetzt hab dich mal nicht so. Ja, deswegen sollten wir da nicht drüber reden. Ach so. Moment, ja. Das ist ihr. Nein, die Konichi ist auch. Florian bestellt sich schon mal das Ticket vor. Ich habe einen 2 Meter großen Penis. Shout out zu dem 2 Meter großen Penis mit Bällen unten dran. Und leider durfte sie, ich glaube, es war ein Mädchen im Kostüm, nicht rein oder hatte kein Ticket. Und die Orga. Wie, ich darf da nicht rein? Du willst nicht wissen, also wenn du zuhörst, du willst nicht wissen, was los war. Die Leute sind wie die kleinen Hühnchen rumgelaufen und haben überlegt, ob sie dich verbannen müssen oder nicht. Oder wir haben dann schon überlegt, ob wir dir so eine kleine schwarze Plastiktüte basteln, die wir dir als Zensurbalken über deine Eichel stülpen. Das ganze Theater, nur wegen eines Penises. 2 Meter Penis immerhin. Da laufen Leute rum, denen fast die Brüste aus ihrem Kostüm fallen, aber ein 2 Meter Penis ist nicht in Ordnung. Und sie kam echt nicht rein, ne? Nee, wahrscheinlich hat sie kein Ticket. Wir gehen davon aus, dass sie kein Ticket hatte. Okay. So. Das ist natürlich tragisch. Wenn ich das natürlich die ganze Zeit. Der Penis kommt hier nicht rein. Der Penis muss erst mal ein paar Mal mit der Konichi ausgehen, bevor der Penis in die Konichi rein darf. So. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen. Was ihr noch gesehen habt. Ich habe einen Mölcher gesehen. Schaut mal zum Mölcher. Ein Mölcher-Köter. Ja. Ich dachte echt, sein bester Freund. Ja, es war wunderschön. Du warst ein toller Cosplay. Ja. Glaube ich. Manchmal nicht dabei, aber ich glaube schon. Ja. Ich würde als Alf oder sowas hingehen. Als Alf? Wer ist dein Mixer? Ich finde das voll gut. Die ganzen Catgirls. Du musst dich als Grilli gehen. Gut, kommen wir mal zum Comics. Zumindest stückchenweise. Also, ich habe hier ein Band, der wurde schon reserviert. Da klebt eigentlich schon dickfett Feli drauf. Als Reservationszettel belegt. Und zwar ist das der Nachdruck der mit was ausgezeichneten, Eisner Award ausgezeichneten Story Mad Love. Also es ist ein Band, den hat jetzt Panini rausgebracht. Und der heißt Joker, Batman, Harley Quinn. Und wie gesagt, wie schon gesagt, da ist im vorderen Teil der
Story-Arc um Mad Love abgedruckt. Zudem ist eine Miniserie drin um die Harley Quinn und Poison Ivy. Sie sind jetzt Kanon. Ja, sie sind jetzt Kanon, ja. Und zudem noch der erste Auftritt von Batgirl im Animated-Universum, der damals auch in den Comics erstmals erzählt wurde. In der Fernsehserie war es, glaube ich, einfach so da, ne? Batgirl. Ja. Genau. Und hier wird halt die Geschichte erzählt, wie sie zu Batgirl wurde quasi. Ihre Eltern sind gestorben. Nein, sind sie nicht. Sie ist ja die Tochter vom Commissioner Gordon. Oh, jetzt habe ich die Geheimidentität verraten. Oh, nein! Und später wird sie Oracle. No. Nein! Aber nicht, nicht da, glaube ich. Nicht im Animated-Universum. Ich habe gehört, Batman ist Bruce Wayne. Psst. ja, also Mad Love und auch die letzte Geschichte, die da heißt, muss ich auch gerade nochmal nachgucken, Batgirl Tag 1. Sind ursprünglich erschienen in der Heftserie von Dino seinerzeit. Damit hat es ja mit den Superhelden auch so ein bisschen wieder Schwung aufgenommen in Deutschland. Und die Miniserie Busenfreundinnen. Nee, Quatsch, das ist nur ein Titel. Batman, Harley und Ivy heißt die Serie. Einfach nur. Die ist jetzt hier das erste Mal drin abgedruckt. Ja. Ich bin total enttäuscht. Nein, das ist eben nicht so. Wie war das bei Steven Universe? Die fusionieren ja auch nur. Ja. Nein, also durchweg ein unterhaltsamer Band. Ich meine, auf die Story gehe ich jetzt mal nicht groß ein. Ich meine, Mad Love ist schon weitestgehend bekannt. Also, das ist im Grunde auch so die Geschichte, wie Harley versucht, den Joker so ein bisschen zu überzeugen, dass sie halt auch was drauf hat. Und ja, der zweite Story-Arc praktisch in dem Band um Harley und Poison Ivy ist einfach nur witzig. Kann ich jedem empfehlen, der die Geschichte noch nicht kennt. Ist auch super gezeichnet, ist halt in diesem neueren Stil. Also es gab ja dann nochmal eine Fortsetzungsserie von Batman Animated. Und in diesem Stil ist es halt gezeichnet. Also ist zwar dem alten Stil auch sehr ähnlich, aber doch ein bisschen dynamischer irgendwie, so vom Eindruck her. Genau. Ja, das muss ich auch lesen. Fehlen, du, ich habe Dips auf dem Band, wenn du fertig bist. Ja, ich bin sowieso sehr schnell dann fertig. Das liest du jetzt gleich durch, während wir hier aufnehmen und dann kannst du den. Ich gucke nur so durch. Also es ist auch so ein Band in einer Reihe von klassischen Bänden, die gerade irgendwie wieder oder von klassischen Sachen, die gerade wieder verlegt werden. Relativ zeitgleich zu dem Band ist auch noch ein Band rausgekommen über Lobo. Yay. Da sind die ersten Hefte von damals auch drin, von der Dino-Reihe. Mhm. Und den lese ich jetzt gerade noch im Moment, aber den würde ich dann das nächste Mal vorstellen. Bei Lobo genau. Bin ich dabei. Ja. Aber die alten Zeichen nicht immer so toll fand. Und für mich ist so ein Band natürlich immer so ein Nostalgiegefühl. Also, weil die Geschichten hat man zwar alle schon mal irgendwie gelesen und die habe ich ja auch in anderer Form zu Hause, bis auf den Zwischenteil. Und wenn da noch sowas als Bonbon dazu kommt, das ist dann natürlich top. Da muss ich nicht lange überlegen, mir so ein Band zu kaufen. Ja. Ja, da wird die Freundschaft der beiden ein bisschen strapaziert in der mittleren Geschichte. Ein bisschen. Meine, dieses Konzept, dass die beiden Freundinnen sind, das war ja auch irgendwie dann in der Medienserie so mehr oder weniger entstanden. Wurde da aber auch immer nur so angedeutet und hier dann wurde es dann mal so richtig ausgeführt. Ja, haben sie dann mein gemeinsames Abenteuer erlebt. Ja. Jugend. Quasi. Wahnsinn. Lang ist's her. Weiß gar nicht, wann sind die ersten Batman-Comics damals? 94, 95, ja, sowas? Ne? Hatten wir doch schon mal rausgefunden. Ja, die Comics, Ja. Lange ist's her. Aber die habe ich dann auch, da habe ich dann auch jedes Heft gekauft. Die habe ich dann sogar irgendwann ins Abo genommen. Dann war mir wichtig damals. Da war ich noch zu jung, um irgendwas ins Abo zu nehmen. Da hat mich meine Mama mit dem Auto manchmal in die Rewe gefahren und dann durfte ich mir ein Heft aussuchen. Das hat dann die Abrafax abgelöst, eine Zeit lang. Oh. Wie gesagt, viel zu jung, um irgendwas ins Abo zu nehmen.
Ja, da gab es dann, da gab's dann sogar ein tolles Spielzeug dazu damals, zu dieser Abo-Aktion. Das war dann halt, das habe ich mir von den Großeltern zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht. Liegt ja bei mir relativ nah beieinander. Und deswegen war ich dann nicht mehr. Ich glaube, es war zum Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, so ein Abo mit so einem Fluggerät dabei, das wäre schon was Tolles. Habe ich das dann auch bekommen. Ja. War schon ein sehr braves Kind. Und irgendwann musste ich es dann aber selber weiter bezahlen, das Abo. Oh. Ja. Das ist aber über. Achso, jetzt habe ich das eine vergessen, was ich noch mitnehmen wollte. Verdammt. Das ist überhaupt mal so die Frage in die Runde. Habt ihr mal irgendwie sowas in der Art überhaupt abonniert? So Comics? Ich hatte nie Geld dafür. Und nie die Möglichkeit. Wo hätte ich denn abonnieren sollen? Na gut. Beim Verlag halt. Die Verlage machen. Ich habe Star Trek-Infos abonniert gehabt. Das ist ein Newsletter, oder? Nein, da gab's Hintergrundinfos und richtige also massive war schon Ordner, in denen du die Sachen eingeordnet okay hast. Mit Infos über die Schiffe, über die Stories, über die Welten, über die Timeline, mit Postern jeweils immer dabei regelmäßig, wo dann die Raumschiffe-Infos ja, ist doch schon mal was. Ich hatte die Tierinformationen geabot. Diese, der Laubfrosch und der Springfrosch und die Kneifisch. Ich meine es Cola. Ja, ich war auch Cola, aber das war das Einzige, was meine Eltern davon überzeugen konnten, mir zu bezahlen. Ich habe das selber bezahlt, deswegen, mein Taschengeld war meine Sache, solange ich mir nichts geholt habe, was ich habe fast kein Taschengeld gekriegt, was nicht jugendfrei ist oder sowas. Also direkt vom Verlag hatte ich so an Comics wirklich eigentlich nur die beiden Sachen. Mosaik damals von 87, glaube ich, bis Comics gab es bei uns halt kaum. Ja, bei uns halt auch nicht. Aber deswegen war das dann halt so einfach, dann zu sagen, ja, dann abonniere ich mir jetzt den Batman halt, dann weiß ich halt, dass ich ihn kriege. Bei uns, ich kannte halt bei uns nur den Kram wie DuckTales und so. Die fand ich zwar ganz lustig, aber nicht so cool, dass ich dafür jetzt mein Taschengeld ausgeben wollte, zumal die Bände ja recht teuer waren im Vergleich zu mein Taschengeld und einem Band, den ich in einer halben Stunde durchgelesen habe. Redet kurz weiter, ich hole meine ersten Bände, die ich mir jemals gekauft habe. Ja, okay. Ich habe in meinem ganzen Leben nie was abonniert, glaube ich. Siehst du? Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ja. Nee, das war eine. Das Star Trek-Ding war relativ preis-leistungsmäßig ganz gut, wenn ich mich erinnere. Also gab es halt jeden Monat zwei Hefte oder so und die waren halt zum Ausreißen, die Seiten, weil du die einsortiert hast und am Anfang, wenn du halt das abonniert hast, hast du irgendwie zwei Ordner gekriegt, die waren noch richtig cool. Also massive Ordner, gute Qualität mit Star Trek Muster draus, auf und drauf, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ja. Und da war das ja auch nicht, als ich die abonniert habe, war ich 8 oder 9, da war das nicht mit, du kannst allen Mist im Internet nachlesen. Gab es kein Internet, um allen Mist nachzulesen. Also nicht wirklich. Also bei mir war es halt damals so, das kam dann tatsächlich in so einen Zeitungsladen des Zeugs, also die Superheldenhefte und so, aber es war immer so ein Glücksspiel. Die hatte natürlich immer nur ein paar Heftchen bestellt und wenn die weg waren, dann waren die weg. Mhm. Jetzt hatte ich offensichtlich das Glück, dass ich so ziemlich der Einzige war im Ort, der sowas gekauft hat. Aber das konntest du dann bei ihr halt auch nochmal bestellen. Aber konntest dann sagen, hier, ich hole mir das jeden Monat ab. Das ist so reservierenmäßig. Genau. Das ist auch wie ein Abo, aber wenn ich es halt mal nicht haben wollen, wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Dann hätte ich es halt gerade wieder ins Regal gestellt. Und so war das dann. Das war dann und so ein Light-Abo. Sie wusste halt, okay, der kommt und holt das. Und falls nicht, sagst du Bescheid, wenn du kein Geld hast. Und dann. Genau. Ja, und dann hatte ich mir vor ein paar Jahren mal diesen Alphons Comic Reporter abonniert, als der ganz frisch rauskam. Aber das habe ich nur ein Jahr lang gemacht. Und weil im Grunde kann ich den auch im Comicladen mitnehmen. Hat er auch noch ein bisschen was von. Und jetzt aktuell habe ich mir tatsächlich das Yps-Magazin wieder abonniert. Ach, krass. Ja. Die Melancholie. Ja. Nee, wobei, also das Original Yps-Magazin. Melancholie? Das Yps-Heft von früher kenne ich nur so am Rande, weil die Nachbarstöchter das ab und an mal bekommen haben. Die hatten halt auch Verwandtschaft im Westen und ich zwar eigentlich auch, aber das war mit der Comicquelle nicht so, weil bei mir war es halt ein Onkel. So, und bei den beiden war es zwar auch der Onkel, aber die hatten noch zwei Töchter. Und die waren auch so in dem Alter und die haben sich dann halt immer Yps und Mickey Mouse Magazin und sowas haben die gelesen. Oh, cool. Und die haben die praktisch dann die haben die dann zugeschickt bekommen, natürlich ohne Gimmicks und Kram, aber mir persönlich ging es damals schon um die Comics und deswegen habe ich dann auch
ganz gern mal einfach da drin rumgestöbert. Ja. Bei den Nachbarstöchtern. Du hast bei den Nachbarstöchtern. Ja, ich war bei der Nachbarstöchtern, um Comics zu lesen. Wie man sieht, ging es bei mir damals eher um die Brüste. Ja. Es ist ohne. Aber das ist auch, das ist ja ein Klassiker hier. Mein Klassiker, das ist das. Ja, ich bin ein riesiger Vampirella-Fan, wie man hier sehen kann. Ich habe mein ganzes Geld für Vampirella-Comics rausgeworfen und Poster und. Hattest du das nicht schon mal erwähnt, dass dann dein Vater irgendwas dir geschenkt hat? Mein Vater war das hier, mit dem ich mache auf und dann so, guck mal, Mama, Papa, hier sind die Brustgrößen, Körbchengrößen maßgeschneidert, dankeschön. Das war ja auch noch zu der Zeit, als, wie heißt der denn? Körbchengröße trägt nie BHs, danke für die Info. Vorsichtig, das geht schon völlig auseinander. Ja, Vampirella trägt keine BHs. Hm. Körbchenbürste trägt keine BHs. Kippen aber eigentlich auch nicht, oder? Das ist richtig. Hat ein Maß geschneidert. Das kann auch sein. Ja. Wenn jemand unsterblich ist, wird das nicht ziemlich lang? Körbchengröße Maß geschneidert, genau. So. Ich habe auch, hab auch den Comic, wo sie turned, aber den habe ich jetzt nicht gefunden, weil das keine... Das ist wirklich... Ach, Jim Baland war das damals. War hier auch der Zeichner Jim Baland? Der hatte jedenfalls damals der hatte den Catwoman immer gezeichnet, so in dem Stil, und da waren dann halt auch die Oberweite immer entsprechend. Ich finde leider nicht das Datum, auf den anderen steht es manchmal drauf, von wann das ist. Also das sind noch Dino-Comics. Also wenn du... DC Crossover präsentiert Catwoman und Vampirella und sie jagen halt dieses andere Tussi, die dann auch halt nackt rumläuft, Moment. Die Panther, Black Panther. Wenn es ein Superheldenquartett gäbe, auf den es eine Kategorie gibt, die da heißt Hubraum, dann hättest du mit der Catwoman... Dann hättest du mit der Catwoman von Jim Baland gute Chancen gehabt. Okay. Wäre dann höchstwahrscheinlich nur noch von Power Girl geschlagen worden. Das waren Dinge, die ich abgezeichnet habe, wie bekloppt. Uni, du kennst doch dann bestimmt auch Power Girl. Natürlich kenne ich Power Girl, aber Power Girl war ja dann schon... Warum schreibt ihr nur am 5. Februar oder 29? Ich will wissen, welches Jahr. Damit haben die damals nicht gerechnet. Das ist eine Figur da drin, Pantera. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, Pantera. Weil es gibt irgendeinen verrückten Ami, der sagt, das ist der Vater von Jesus Christus. Der wurde verheimlicht, weil er bei der römischen Armee war, zum letzten Bad Kreuznach. Da haben sie seinen Grabstein gefunden, mit genau diesem Namen drauf. Okay. So, wollten wir noch über Comics reden? Ich muss mir Titten anschauen. Entschuldigung, ja, es tut mir leid. Ich bin verstört. So, dann reden wir doch mal weiter. Was liest du denn so für Comics? Ja. Hast du sowas auch gelesen? So Richtung Superhelden? Gar nichts, ne? Gar nichts, ne? Ich habe auch nichts abonniert. Komm ruhig ein bisschen näher ran. Ich komme aus einem sehr konservativen Haushalt, was das angeht. Und ja, gut. Irgendwann gab es mal einen sehr langen Bahnaufenthalt auf dem Weg in den Urlaub. Und da bekamen wir dann, sowas hätten meine Eltern mich auch lesen lassen, wenn sie gewusst hätten. Du, ich kenne meine Eltern gar nicht. Denk einfach über normale, spießige Eltern vom Land nach. Meine Eltern haben Lucky Luke Hefte. Immerhin. Was das angeht, gehöre ich dann wahrscheinlich so Comic-evolutionär eher in deine Elterngeneration. Ah, okay. Ja, ich weil, habe Hagar es gab gelesen. Das ist echt alt. Ich habe auch noch zwei Bücher davon zu Hause. Jetzt lass ihn doch mal erzählen. Ja, genau, lass mich doch mal erzählen. Also jedenfalls hatten wir diesen 4-stündigen Bahnaufenthalt und dann gab es unseren ersten Asterix-Band. Asterix und Cleopatra. Meine Mutter war immerhin so begeistert, vor allem natürlich von den Latein-Zitaten, dass es dann öfter mal ein Band gab. So, das war über Jahrzehnte so mein Comic. Ja, Y-Hefte. Ja, Y-Hefte gab es auch irgendwann, stimmt. Siehst du? Ich tue ihnen Unrecht. Wusstet ihr das übrigens, dass es die bis 2000 gab? Das habe ich jetzt auch erst in der 40-Jahre-Ausgabe. 40 Jahre gibt es das Ding. Ja. Bis 2000 gab es die und dann gab es halt diese Pause und 2012. Ich denke sogar 2000. Oder 13. Ja, da dürfte ich die sogar noch gekauft haben. Ja. Okay. Entweder habe ich dann einfach das Interesse dran verloren, weil ich dann ganz andere Sachen entdeckt habe. Ich habe diese Steinzeitkrebse gezüchtet, mein Bruder auch. Yeah. Bei mir sind sie nichts geworden. Mein Bruder hatte so viele Krebse, dass er sie dann irgendwie aufeinander stapeln musste und dann hat er sie nicht mehr gefüttert, sondern hat sie sich. Habt ihr auch die Gimmicks so richtig zelebriert? Also habt die Gimmicks zelebriert? Also das heißt,
Was halt geht. Solarzeppelin ist ja so eins der bekanntesten Dinger, wo dann. Das ist legendär. Das war, glaube ich, das allererste. Echt? Krass. Das allererste war gleich der Solarzeppelin. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht war es auch nur das erste, was ich überhaupt wahrgenommen habe. Ja, liebe Hörer, heute schwelgen wir mal ein wenig in Erinnerungen. Schreibt doch mal in unsere Kommentare, ob ihr auch solche Erlebnisse hattet als Kinder und wie ihr denn so an Comics gekommen seid. Ich bin auf jeden Fall durch Brust und sehr, sehr viel nackte Haut an Comics gekommen, ja, wie ich gerade sehe. Ja, wenn das so die ersten Sachen waren, dann ja. Teile davon hat mir dann Alba mal nachgeschenkt, nachdem ich ihm erzählt habe, dass sie halt schwer zu kriegen waren. Also einige sind nicht direkt, aber wie gesagt, so im Bereich, das sind alles Sachen, die ich mir damals gekauft habe, mit hart erspartem Taschengeld. Und, deswegen habe ich es geholt. Ich war ein Image-Fan. Mhm. Ich weiß, gibt es Image? Und damals Image und Infinity. Das gab es damals. Und da ist Neon Cyber. Habe ich mir immerhin bis Band 4 oder so geholt. Das war auch. Infinity war das deutsche. Das deutsche Label im Grunde, ne, oder? Keine Ahnung, ich habe hier nur The Spirit of Tau. Auch viel nackte Haut. Mhm. Das war so ein Witchblade-Dingsy. Also, es war ja nicht Witchblade, aber es hatte so ähnliche an. Und die waren halt alle billiger als die anderen Hefte, deswegen. Ja gut, wir hatten ja irgendwann ganz am Anfang mal so eine Episode gemacht schon, wo wir alle so ein bisschen erzählt haben. Aber die neuen Mitglieder haben das ja noch nie so richtig breit getreten. Genau. Wie war es denn bei der Feli? Feli, wie hast du Comics gelesen? Wie hast du denn Comics entdeckt für dich? Wie alt warst du da? Das war vor 2 Wochen, gell? Da waren diese Irren, die haben gesagt, ey, wir machen einen Comic-Podcast und dann... Die haben dich von der Straße gezerrt und haben gesagt, komm, mach mit dem Comic-Podcast. Die haben mir so bunte Bilder ins Gesicht gedrückt und gesagt, Comics, du magst jetzt Comics, komm mit, wir machen einen Podcast. Und ich sagte so, okay. Ich habe gerade eh nichts zu tun. Nein, jetzt im Ernst, wie war das denn? Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Ich habe früher als so Kind höchstens sowas wie DuckTales gelesen, weil das halt auch vor meiner Mutter approved war, weil meine Mutter sehr anstrengende Ansichten hat, was Kinder mögen sollten und was gut für Kinder ist. Mhm. Seltsamerweise war Star Trek in Ordnung, aber ich glaube, das hat sich einfach blöd entwickelt, weil mein Vater Star Trek mochte. Ich glaube, meine Mutter hätte es nicht gut gefunden. Mhm. Viel zu liberal. Was? Nein, da schießen Leute aufeinander. Das ist der Teil, der nicht in Ordnung ist. Was meinst du mit DuckTales? Also die lustigen Taschenbücher? Oder? Ja, genau. Ja. Die habe ich von meinen Eltern mal welche gekriegt, als ich im Krankenhaus war. Zum Beispiel wegen dem Blinddarm habe ich eins bekommen. War das denn schon komplett farbig oder war das noch teilweise bunt, teilweise schwarz-weiß? Ist farbig oder schwarz-weiß? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. 12. Ja, na hallo. Ich mich doch nicht mehr dran erinnern. 12 erinnere ich mich doch noch volle Kanne. Nee, ja, das ist überhaupt nicht Brücke. Ich erinnere mich an die Zeit sowieso an wenig, weil ich eine Woche lang mit 40 Fieber im Bett gelegen habe. Das heißt, die ganze Ecke dort ist so ein bisschen Blinddarm halten, ne? Ich weiß nur, dass ich eins, dass mir meine Eltern einen Comicbuch mitgebracht haben ins Krankenhaus. Und ich mal so DuckTales gelesen habe oder so. Aber richtig zu Comic. Ja, stimmt. Ich bin auf Animex, habe ich mich angemeldet, weil eine Freundin das unbedingt wollte, weil ich mochte eigentlich Manga und Anime gar nicht. Mhm. Und dort habe ich halt Sachen gesehen, die nicht ganz so Manga und Anime waren. Ich habe doch sicher den ersten irgendwie. Und dann bin ich darüber, über Leute und über das Internet an Webcomics gekommen. Und ich denke, ungefähr so hat sich das entwickelt. Mhm. Das heißt, relativ spät, erst so mit 18, 19 rum, habe ich mich angefangen dafür zu interessieren. Weil das, was ich vorher kannte, war halt der ganze Anime-Kram, wo halt Mädchen aus meiner Klasse drauf standen. Und das war, keine Ahnung, Digimon, Pokémon und so weiter. Das war alles ziemlich scheiße. Ich fand es echt scheiße. Richtig scheiße. Und Sailor Moon natürlich. Eine Freundin hat, als ich 12 war, hat sich Sailor Moon geguckt und ich habe Star Trek geguckt. Und naja. Wenn man Star Trek mag, das Sailor Moon sind die scheiße. Wirklich, wirklich scheiße. Nichts gegen Sailor Moon-Fans. Ich fand's echt gut, langweilig. Wir wollten heute sowieso noch ein bisschen über klassische Cartoons nachher noch reden. Ja, das sind so die... Star Trek, The Animated Series. Ja. Uni hat gerade so ein paar Sachen rausgesucht, da erinnere ich mich auch noch dran. Also das sind so Spider-Girl, die waren auch so am Anfang meiner die Sensation, Comic-Sammelwut, sagen wir mal. Also, ja, wie gesagt, Spider-Man hat eine Tochter. Ja, da hat er gehumpelt und kein Bein mehr. Also als Kind hatte ich ja erstmal nur
die Abrafax, bis dann irgendwann mal die Grenze aufging. Und dann gab es halt so nach und nach so Mickey Mouse. Da habe ich entdeckt, dass es Asterix auch als Comic gibt. Das kannte ich vorher nur als Film. Stimmt, die Asterix-Comics. Komischerweise als Film kannte ich das schon, weil war eine Offenbarung. Ich war zur Kur als Kind in der 2. Klasse. Und dann haben wir Sieg über Cäsar im Kino geguckt. Das war bombig. Ich dachte, was ist das denn geiles? Und dann übrigens auch E.T. damals das erste Mal gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme bis heute. Ich habe noch nie E.T. gesehen. Hab ich auch noch nicht gesehen. Das höre ich sehr oft, dass Leute den noch nicht gesehen haben. Ich habe den irgendwann mal so halb... Ich denke, komisch. Wir sind jetzt auch zu alt, um E.T. zu gucken. Ich glaube, aber mir geht es halt mit vielen anderen Filmen so, die viele in ihrer Kindheit oder Jugend gesehen haben, gesagt haben, das musst du mal gesehen haben. Und dann denke ich so... Mein erster Kinofilm war das Dschungelbuch von Disney. Gut, die Disney-Filme gehen ja eigentlich immer. Das war das Schöne. Mein allererster Kinofilm. Meiner war... Also den habe ich aber auch nicht im Kino gesehen, sondern dann den haben wir uns dann auf VHS gekauft, Bernhard und Bianca. Das war dann zeitgleich irgendwie mit Ariel. Also ich habe Bernhard und Bianca bekommen und meine Schwester irgendwie Ariel die Meerjungfrau. Ja, ich habe das Dschungelbuch dann auch danach verlangt, dass ich es als VHS kriege. Ich glaube, das war eine der wenigen Sachen, wo meine Eltern nachgegeben haben. Ja. Ich hatte das Dschungelbuch auf jeden Fall, das VHS. Ich habe es teilweise, Moment, ich habe es teilweise viermal am Tag geschaut. Oh ja. Zurückgespult. Irgendwann, als ich so 11, 12 war, war die VHS schon so fertig, dass an einigen Stellen schon diese Grissel auf dem Bildschirm waren. Also der Disney-Film, der es bei mir so richtig ins Herz geschafft hat, das war halt König der Löwen. Der war ja um einiges später. Großeltern nennen mich alle Mowgli. Ich wurde auch eine Zeit lang Mowgli genannt. Das war halt König der Löwen, konnte ich teilweise mitsprechen. Heute zum Teil noch. Ich mochte ihn, aber es war mir zu dramatisch. Diese Todeszene. Ich habe manchmal bis dahin gespult. Ihr seid halt auch nicht so sensibel wie ich. Außerdem waren die Lieder im Dschungelbuch einfach viel geiler. Dafür war ich doch viel zu alt schon. Mein erster Kinofilm war Carlson vom Dach. Oh, wie geil. Ja, nee, mein Kinofilm war das ja auch nicht bei mir. Ich habe Carlson als Kind so gehasst. Was? Ich habe Carlson als Kind so gehasst. Du hattest bestimmt die Zeichentrickserie. Ich hatte die Bücher. Die Bücher? Ich hatte die Bücher. Okay. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum dieser kleine, dumme Junge mit diesem fetten, dummen Arschlochjungen befreundet ist. Denn genau das ist es eigentlich. Carlson ist ein riesen Arschloch und behandelt den Jungen wie den letzten Dreck. Moment, gleich haut er die Eier. Als ich älter wurde, fing ich an, das zu mögen, weil ich den Humor dahinter mochte. Diese Bösartigkeit, die Carlson von sich gegeben hat. Aber als ich jünger war, habe ich einfach nur gesehen, dass Carlson den Jungen wie Scheißdreck behandelt. Deswegen konnte ich Donald Duck nie sehen, weil der immer verloren hat. Aber er ist da. Das ist der Witz. Dieser Junge hat doch niemanden. Ja, das verstehst du als Kind. Der Junge ist. Er nutzt das halt voll aus und das mochte ich als Kind nicht, das fand ich nicht gut. Ja, ich schätze, das ist einfach der Deal, ne? Ja, mag sein. Es gab. Ich mochte Carlson den Propeller. Ja, das fand ich cool. Aber als Kind so in der Grundschule fand ich Carlson furchtbar. Ja, das. Ich mochte Dinge nicht, die verloren haben, obwohl sie sich angestrengt haben. Ja, ich glaube, ich war wahrscheinlich, als ich in dem Kinofilm Carlson war, noch jung genug, um mich reinfühlen zu können in diese in die Logik hinter dieser Bösartigkeit. Kinder sind ja oft so extrem durchsetzungsfreudig, sag ich mal. Ja? So Zurückhaltung, Höflichkeit oder so. Ist ja, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe die Bücher gelesen. Das sind ja eher so erwachsene Konzepte. Ich habe die Serie, glaube ich, gesehen. Ich glaube, da drin haben wir eine Serie. Ich mochte die Bücher halt, als ich so im Anfang ins Teenageralter zu kommen, da habe ich es nochmal gelesen, da fand ich es unterhaltsamer. Carlson ist immer noch ein Arschloch. Er ist einfach geschrieben als Arschloch. Aber er ist unterhaltsam. Ja. Später konnte ich das mehr wertschätzen, aber als ich klein war in der Grundschule, war das für mich halt einfach nur, du lässt dich scheiße behandeln, weil du keinen anderen Idioten hast und weil der Typ halt einen auf cool macht, obwohl er eigentlich ein dicker Versager ist, weil Carlson selber hat nämlich auch niemanden. Carlson selber ist eigentlich auch ein ganz armes Würstchen, der immer nur einen auf dicke Hose macht. Aber er hat Lilleport. Und er ist ziemlich auf für ihn da.
Ja, weil er auch niemanden hat, aber er behandelt ihn auch ziemlich oft schlecht. Ja, das stimmt. Weil er halt so ein bisschen, ja, der ist eigentlich ein armes Würstchen. Eigentlich sind beide arme Würstchen. Ja. Das muss man nur erst in einem gewissen Alter betrachten, damit man das verstehen und ein bisschen wertschätzen kann, das Ganze. Habe ich leider nie so geguckt, halt. Ich war ein großer Astrid Lindgren-Fan. Ich hatte fast alle Bücher, auch eins mit Kurzgeschichten von ihr, die sehr cool waren. Und sehr traurig teilweise. Ja. Sehr böse. Die Kurzgeschichten hatten fast alle traurige Enden, jetzt wo ich drüber nachdenke. Es gab eins mit einem Drachen, wo sie irgendwie einen Drachenbaby großziehen und dann irgendwann und sich mit dem anfreunden und irgendwann ich könnte sie doch jetzt muss er halt weg. Also geht er halt zu seinen Drachenleuten, weil er zu groß wird, auch um da zu bleiben. Das ist eine traurige Abschiedsszene. Dann gibt es das mit den beiden Mädchen. Also mit diesen Mädchen, die hinter dem Rosenbusch einen Zugang zu einer anderen Welt findet, wo irgendwie ihre Zwillingsschwester ist und sie sind dort sowas wie Prinzessinnen und erleben Abenteuer. Und sie geht immer wieder dorthin und ihre Schwester sagt, ja, wenn der Rosenbusch verblüht ist, dann kannst du nicht mehr herkommen, weil dann bin ich nicht mehr da. Also effektiv sagt sie, dann ist sie tot. Das ist halt klingt wie so eine Art weibliches Mio mein Mio, ne? Nie gesehen. Ah, okay. Also jedenfalls nimmt sie das nie richtig ernst und versteht es nicht so richtig. Und dann irgendwann geht sie raus und der Rosenbusch ist halt verblüht und der Zugang ist nicht mehr da. Das ist das Ende. Also das ist wirklich sehr, sehr traurige Geschichten. Die Geschichten waren alle sehr traurig. Ich habe super viele Hörspiele gehört. Da waren noch die Gebrüder Löwenherz. Oh, die Gebrüder Löwenherz. Das meinte ich, genau. Die Gebrüder Löwenherz, aber das, die sind richtig cool. So cool. Aber auch die waren aber anders. Aber auch brutal. Ja, aber die waren super. Ich habe das vorher nicht, als ich das erste Mal gehört habe, überhaupt nicht verstanden, um was es da eigentlich wirklich ging. Das habe ich erst viel, viel später gerafft. Das war krass. Oh Mann. Genau. Ich habe mehr Zeichentrick geschaut als echte Filme. Damit leitest du eigentlich rüber zu einem guten Thema, nämlich, nö, wir können ja gerne schon mal so ein bisschen in den Blog einsteigen, was Zeichentrickfilme oder Zeichentrickserien angeht, die wir alle in der Jugend gesehen haben. Da wir alle unterschiedliche Jugenden haben, ist das vielleicht sogar noch mal spannend. Genau, ihr nämlich mehr und ich ein bisschen weniger, weil Zeichentrick war damals verdammt aufwendig. Ja. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 41. Tatsächlich? Ja. Okay, ich bin schockiert. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber bist ja doch noch mal ein bisschen älter. Und Single. Bitte? Und Single. Nichts. Nee, das ist halt das ist genau ist wie mein der Romantik Cookie. Wie das wohl zuweilen kommen mag. Ja. Aber wo er hier gerade so ein Band rumliegen hat, kommen wir doch noch mal kurz dazu. Weil die kenne ich auch noch. Da gab es so eine Getränkehalle und der hatte immer so ein paar gewisse Sachen da rumstehen. Die Gespenstergeschichten. Von Bastei. Leute, ich war verzweifelt. Es gab einfach nichts. So, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Die kenne ich auch. Achso, wer hat denn die? Von ich habe alles mitgeschleppt. Achso, das ist von dir. Achso. Die versinken in Gold, das muss sein Kind. Ja, die kenne ich auch noch. Es war also ich habe die nie gelesen, aber ich weiß, dass es die gab. Die haben mich irgendwie nie so gereizt. Da gibt es noch diesen großartigen Schlusssatz. Wie war das immer? Seltsam, aber Schlusssatz geschrieben. Ja, genau. Was? Seltsam, aber so steht das geschrieben. Furchtbar. Also, meistens katastrophal schlecht gezeichnet. Oh ja. Die Zeichnungen sind eigentlich gar nicht das Problem, sondern die Koloration ist meistens katastrophal. Ja. Die Farbwahl, what the fuck? Und die Dialoge. Das ist sehr 80er-Jahre-Farbwahl, finde ich. Wenn man sich die Kleidung von damals anschaut, dann ist furchtbar. Alles wieder klar. Wobei die Zeichnungen ja eigentlich nach 80er Jahren aussehen, lustigerweise. Also noch ein bisschen davor. Ja. Der Verlag hier hatte ja viel zu in dem Schema. Ja, also auch so Zorro und sowas hatten die dann, das war dann auch ähnlich gezeichnet. Wir hatten da einfach einen sehr schrägen Geschmack. Ja. Aber wie gesagt, das waren halt Dinge, die ich dort in diesem Rewe kaufen konnte. Bei uns war es dann später ein Edeka, glaube ich, der so halber auf dem Schulweg lag, wo dann ab und an mal so ein bisschen was
Ja, ich habe das später erfahren, dieser Rewe-Typ, der den gehört hat, der war einfach Comic-Fan. Mhm. Und deswegen hatten wir viel, viel mehr Comics als... Ja, das ist cool. Der hatte da so eine Schreibwarenabteilung, die er selber bestellen durfte. Und es ist nur nicht gut gelaufen. Deswegen waren auch immer dieselben Batman- und Spider-Man-Sachen, die standen einfach immer da, bis ich sie dann mal weggekauft habe. Du solltest aber nie Angst haben, dass du das jetzt mal nicht mitnimmst und dann das nächste Mal nicht mehr da ist. Ja, aber dafür gab es halt nicht so viel Fortlaufen der Serien. Deswegen war das mit dem, wo hätte ich es abonnieren können? Also das ist so ein bisschen, als Kind hast du da einfach nicht den, wenn du 9 bist, verstehst du das nicht. Aber ich habe den ja abonniert. Ich will mir jetzt gerade ein. Und zwar das Bussi-Bär. Da war ich 7. Das habe ich aber nicht selbst. Ich habe es selbst bezahlt, aber ich habe es nicht selbst abonniert. Das hat natürlich meine Oma mit mir zusammen abonniert. Deswegen war mir das System dahinter. Ich bin halt einfach einmal im Monat runter und habe mir den Bussi-Bär geholt. Und halt das Yps. Was gab es noch? Und natürlich war mein Bruder ja noch da. Das heißt, der hat noch irgendeinen Power Ranger-Shit. Oder so. Naja, gut, ich meine, so Sachen, ja, klar, die gibt es ja jetzt noch. Also, wenn jetzt mal so im Rewe guckst, da hat so ein Jugend- oder Kindermagazin auch von allen möglichen Franchises. Ja, wie gesagt, ich habe den Bussi-Bär. Mhm. Ich mochte den nicht mal, aber man kauft halt das, was die Oma einem da. Das ist ja so schlecht. Feli hat ein neues Comic, das nimmt sie heute mit nach Hause. Nein, so. Auf keinen Fall. So steht es geschrieben. Lass uns doch mal zu Zeichentrickserien kommen. Gott, wenn ich jetzt hier so durchgehe, wie viel Geld habe ich für Comics ausgegeben in dem Alter? Was, ja. Ich hatte überhaupt nicht so viel Geld. Frag mich mal, was ich heute ausgegeben habe. Ich glaube, da sind viele, viele dieser Hefte sind erbettelt. Mama, guck mal, da sind Batman und Spider-Man drin. Das muss ich haben. Ja. Mhm. Aber die habe ich mir alle schon selber gekauft. Also das war dann tatsächlich. Das war auch so eine Offenbarung. Also, das sind 5,90 Mark. Ja, wenn das ist sau viel Geld. Wenn du 2 Mark Taschengeld im Monat hast, ja, das ist zu. Das kann ich nicht. Also ich hatte echt Glück. Ich hatte echt Glück, dass ich dann so gerade zu der Zeit. Ich glaube, ich hatte 3 Mark pro Woche oder sowas, als ich klein war. Aber da war ich, das war auch viel. Meine Mutter hat es dann angepasst, als sie gemerkt hat, dass andere Leute nicht weg. Ich meine jetzt mir hier mit Batman, das war glaube ich 94 oder 95 und 96 habe ich dann die Lehre angefangen. Das war genau die Zeit zum Glück, wo ich dann selber schon so langsam anfangen konnte, mir das Zeug zu kaufen. Als ich 10 war, hat meine Oma dann das Taschengeld auf 10 Mark erhöht. Ja. Aber das sind ja alles Sachen, die habe ich gekauft, da war ich 7 oder 8. Ja. Mhm. Gut, Taschengeld gab es da ja auch bei mir, aber es war halt auch nie so viel und es hat halt auch gerade für so ein paar Heftchen gereicht. Ja. Ja. Knarz. Das war tatsächlich so eine Offenbarung mit diesen DC gegen Marvel damals. Ja. Ich habe also, fast alle gehabt. Ja. Ich habe sie nicht alle gehabt. Ich hatte nicht nur fast alle, ich habe alle gehabt. Ja. Also ich habe die Serie habe ich geliebt. Auch später dann noch, als es dann, also der Hauptevent dann rum war und dann ging es ja immer noch weiter und Panini und Dino haben sich das dann sogar aufgeteilt zum Teil. Also es war echt eine Offenbarung. Weil, ich glaube, ich konnte einfach zu gut lesen, um Comic-Fan zu werden. Oh. Streber. So. Für mich war das, wenn ich mein Taschengeld angeguckt habe, war das die Frage, kaufe ich mir jetzt für 5 Mark ein Buch, an dem ich halt 3 Stunden lesen kann, oder einen Comic, an dem ich eine halbe Stunde lese. Ich habe mir nie Bücher gekauft. Meine Mutter hat mich einmal die Woche in die Bücherei gefahren. Die Bücherei kannte ich schon fast alles, was mich interessiert hat, nach einmal Sommerferien. Die Frau hat sie uns bestellt. Und ich bin auch mit meiner kleinen Schwester. Die Bücherei war klein. Ja, unsere auch. Deswegen und konntest du ja zum Counter gehen und sagen, ich hätte gerne Harry Potter. Und dann hat sie die Harry Potter bestellt. Und ich bin damals auch in die Bücherei mit meiner kleinen Schwester, weil die wollte dann halt immer da irgendwelche Bücher sich leihen. Wo bin ich dann gelandet? In der Comic-Ecke. Es gibt keine Comic-Ecke, bei uns gab es keine Comic-Ecke. Bei uns gab es zum Glück eine und das war dann die nächste, das war die Offenbarung davor eigentlich. Unsere Jugend- und Kinderbuchabteilung war so klein, dass ich irgendwie nach den 2. Sommerferien, also so in der 3. Klasse, in die Erwachsenenabteilung rübergegangen bin, weil ich die Kinderbuchabteilung alles durch hatte, was mich interessiert hat, weil ich in den Sommerferien immer
Ja, ich auch. Aber wir hatten echt. Ah, ich komme vom Land, wir hatten so. Also doch, ja, gut, das war ja bei uns auch nicht anders. So, aber so eine Lesekammer in der evangelischen Kirche, das war so eine Bücherei dann, so eine Leihbücherei. Die haben halt alles Mögliche aufgekauft damals bei uns und dann kam halt irgendwie mal ein Schwung Comics mit rein. Und da habe ich dann echt Sachen entdeckt, also Goofys komische Historie oder Ist nur gut oder Clever und Smart und halt so ja, Sachen halt. Ja. Das war phänomenal. Da habe ich mir Sachen ausgeliehen. Viel Franco-Belgisches habe ich damals entdeckt auch. Clever und Smart kam bei meiner Mutter überhaupt nicht gut an. Unsere Nachbarstochter ist mit dem Heft rausgeflogen. Mhm. Okay. Ja. Kann ich verstehen, das war voll pervers. Ja. Gewalt und so. Ich glaube eher das Perverse war ja das Problem. Okay. Ja. Keine Ahnung. Aber es gab ja zum Glück nicht nur Comics in unserer Kindheit, sondern auch Zeichentrickserien. Ja, Cartoons. Cartoons. Ich würde gerade sagen, ich habe verstanden, Raccoons. Kennt einer noch die Raccoons? Oh Gott. Das waren immer diese Dinger, wo man, das waren die Timer, wo du Raccoons wusstest, okay, jetzt laufen Raccoons auf dem Kanal, jetzt muss ich umschalten, weil auf dem anderen Kanal jetzt das Gute läuft. Oh. Also ich habe auch wirklich keine richtigen Erinnerungen mehr dran an Raccoons, aber ich weiß, dass ich irgendwie immer geguckt habe, komischerweise. Also ich kenne einen Zeichentrick eigentlich nur aus Erzählungen meiner Nachbarskinder, das war noch relativ wenig, da ging mal so. Bist du heute der falsche Gast? Ja, irgendwie schon. Im Sommer gab es also mal so mittags gab es eine ganze, so während der Sommerferien gab es mittags eine Sondersendung mit Zeichentrickserien, vielleicht so ein oder zwei Stunden. Das war, da lief dann, Rosa Rote Panther, klar. Mhm. Ach, das war dieses Sommerferienprogramm dann, ne? Genau. Das gab es aber auch, ne? Ja. Naja, das gibt es ja jetzt noch. Ich konnte und nur dann, heimlich natürlich, was ich natürlich immer außer einmal verpasst habe, der glorreiche Captain Future, den musste ich unbedingt mal nachholen. Ja. Viel mehr gab es da nicht. Na gut, auf dem ZDF gab es ein bisschen was immer. Ne? Simpsons sind da auch gestartet irgendwann mal. Wie lange nach meiner Zeit? Aber gut. Was? Simpsons hat mich nicht interessiert. Ach so. Ich habe mich für alle Cartoons interessiert, aber ich durfte sie nicht gucken. Da gab es dann weil sie meiner Mutter zu gewalttätig waren. Zum Beispiel Tom und Jerry ist ja furchtbar gewalttätig, weil ich auch mit 9 zu blöd bin, um zu verstehen, dass man diese Dinge nicht nachmachen sollte. Also zu meiner Zeit, das war so 5 Jahre später halt, oder sagen wir mal, ich war dann schon etwas älter auch, aber trotzdem hat mich das irgendwie noch interessiert. Da kam dann halt Tele 5 auf einmal auf. Und da gab es dann richtig, richtig den Overkill an Zeichentrickserien. Ja. Sailor Moon und was alles. Also viele, viele so Animes. Königin der 1000 Jahre, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Mhm. Und so weiter und so fort. Und da habe ich sogar so ein paar Anime-Serien verfolgt. Diese ganzen. Die Insel der Dinosaurier. Georgie, ja, das sagt mir auf jeden Fall was. Dann diese Grimm-Märchen-Nacherzählungen im Anime-Stil. Mhm. Dann, was gab's denn dann? Das Dschungelbuch. Ja, klar, da gab's die ganzen Adaptionen. Dann Dschungelbuch, zwei Pinocchio-Serien gab's irgendwie. Dann gab's Peter Pan auch irgendwie. Ja, also, alles so. Um fair zu sein, da hatte ich natürlich schon Heidi. Ne? Aber das durfte ich eigentlich auch nicht gucken. War zu gewalttätig. Ja, genau. Es gab einen viel besseren Fotofilm und der war ja auch wirklich ganz gut. Vor allem hatten die Leute, die Heidi gezeichnet haben, wahrscheinlich wirklich den Charakter des Großvaters nicht so ganz kapiert. Das ist ja, auch ein, Japaner. Ne? Ja, es sind Japaner, mein Gott, ja klar. Das war ja aber damals ja auch noch nicht bewusst. Nein. Aber meine Mutter wahrscheinlich. Komisch. Ja. Erzähl doch mal. Biene Meier. Ja, logisch. Ja gut, Heidi Biene Meier war ich jetzt irgendwie dann schon zu alt. Oh, das habe ich geguckt. Naja, Maya nicht so viel, weil das irgendwie doof lief, aber halt Heidi. Mhm. Meine Mutter fand das alles nicht gut für Kinder, deswegen durfte ich das nicht gucken. Geguckt hab. Ich durfte Heidi nicht gucken, weil es ihr zu komisch gezeichnet war. Biene Maya weiß ich nicht mehr warum. Ich fand die Tom und Jerry ist, wie gesagt, viel zu gewalttätig für Kinder. Die meisten Sachen waren ihr dann entweder zu gewalttätig oder zu niveaulos. Deswegen durfte ich das alles nicht gucken. Und das Schlimmste war meine Oma. Meine Mutter durfte Cartoons wie Tom und Jerry gucken, als sie klein war. Echt jetzt? Ja, das hat meine Oma mir nämlich gepetzt. Ich habe viel mit meiner Oma spazieren gemacht. Und dann Tom und mir Jerry habe ich auch viel geguckt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, Oma hat gesagt, du durftest Tom und Jerry gucken. Und meine Mutter sagte, ja, aber heute wissen wir, dass das nicht gut für Kinder ist. Und ich muss.
Tom und Jerry habe ich sogar mit meiner Oma zusammen geguckt. Da durfte ich es trotzdem nicht gucken. Ja. Das war nicht in Ordnung. Und dann die erste Begegnung mit den Superhelden war auch über eine Cartoon-Serie. Mhm. Spider-Man habe ich damals das erste Mal gesehen als Zeichentrickserie. Batman habe ich zuerst Realfilme gesehen, die ja so furchtbar schlecht waren. Die 60er TV-Serie, ja. Aber die Spider-Man und End His Amazing Friends hieß das damals, glaube ich. Wo er dann eine Wohngemeinschaft hatte mit Firestar, glaube ich, hieß sie. Und Iceman, der ja eigentlich bei den X-Men war oder so. Ja. Das war mir aber damals noch nie bewusst. Also als dann irgendwann mal ein Comic in der Hand hat, wo dann Iceman plötzlich bei den X-Men war, das war dann schon irgendwie komisch. Wieso, der ist doch eigentlich mit Spider-Man eine Freundin. Was furchtbar alt ist, was ich mochte und heimlich geguckt habe, war Dr. Snuggles. Das habe ich halt nie geguckt, aber ich könnte es gucken. Dr. Snuggles ist eigentlich wie ein Drogentrip in Cartoon-Form, wenn man das mal später nachguckt. Er hat einen Schirm mit Entenkopf, der sprechen kann, und er hat einen Haushaltsroboter namens Mathilda. Es gibt die Cosmo-Katze, die irgendwie komische Visionen hat und sprechende Bäume. Irgendwann will einer der sprechenden Bäume in den Weltraum und sie bauen ihm eine Rakete und einen Weltraumanzug. Irgendwann ist der Fluss mal ausgetrocknet und sie müssen das klären. Leute, es ist wie ein LSD-Trip. Ich fand es total gut. Ich habe es geliebt als Kind. Es ist super absurd. Boah, krass. Ich glaube, es war anders. Du hast mir das jetzt gerade echt wieder aus dem Gedächtnis gezogen. Dr. Snuggles ist der Hammer. Und was ich mochte, war die Alice im Wunderland-Serie, wo sie einen kleinen weißen Hasen namens Benny hat. Anime. Genau, auch Anime. Also Anime-like, ich glaube, es ist eine amerikanische, aber sie ist auf Anime getrimmt. Es gab ziemlich viele Kollaborationen zwischen Kanadiern und Japanern. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie meine erste Serie, mir fällt es gerade wieder ein, denn meine Mutter hat sie aus dem Fernsehprogramm aufgenommen, damit ich sie sehen konnte. Ich hatte nämlich noch keinen Anschluss, außer die ersten. Mit Schoof geprogrammiert. War natürlich Schön ist das Leben. Ach. Und was ist das nochmal? Schön ist das Leben, die Geschichte und ja. Was ja. Der Körper. Die habe ich auch. Die ist auch. Oh, dieses Titellied. Es war einmal das Leben. Und ja. Kann mal einer kurz das Titellied anspielen? Was spürst du, was sind die? Sie sollte diese. Oh Gott, das war auch so ein Ding. Gesehen war, glaube ich, nicht pädagogisch wertvoll. Doch, das war unangenehm. Meine Mutter hat andere Vorstellungen von pädagogisch wertvoll als der Rest der Welt. Hat sie Zeichentricks gemalt? Nein. Ich habe Kind, guck eher Spider-Man. Ich habe verstanden, wie Karies funktioniert. Ich habe verstanden, warum man sich gegen Tetanus impfen lassen muss. Und all so ein Shit. Das war so wichtig. Das war da cool, wo dann immer diese Viren so, die fiese Fresse, das war auch immer der eine Typ dann, ja, voll die Tropfennase. Ja, das war so cool. Geil. Ja. Hey, sag mal, wo du so wie die Haare ist. Nachwachsen und diese Haarwurzeln und all so ein Scheiß, das war voll cool. Nein, das war voll geil. Nee, ich habe verstanden, wie Hautlayer funktioniert, weil die dann das hatte was. Du hattest richtige Menschen und die hatten dann in sich praktisch Ausschnitte, ich weiß, wie es aussieht. Ich richtige Versionen irgendwie von sich selber in anderer Form von Bakterien und was weiß ich alles. Das Blutkörperchen. Das Weltall war völlig abgespaced. Das habe ich nicht mehr verstanden, weil keine Bezug mehr zur Realität hatte. Aber es war immer die Geschichte. Und dann habe ich die Realverfilmung davon gesehen. Die Reise ins Ich. Die Reise ins Ich. Oh Gott. Nein. Ja, wie gesagt, das ist die erste Zeichentrickserie, die ich gucken durfte. Das weiß ich gar nicht, welche die erste jetzt war. Das war wahrscheinlich irgendwas aus dem Osten. Nupagadi oder irgendwie sowas. Hase und Wolf, weißt du? Kennst du? Ich kenne nur, was ist das Sandmännchen mit dem, wie heißen die denn? Ja, Sandmännchen sowieso. Blabla und Pickledy, wie heißen das? Pickledy, Flatsch. Frederick und Pickledy. Die durfte ich gucken, ja. Die fand meine Mutter gut. Das waren auch nur zwei Schweine. Ja, und sie laufen rum und Frederick ist die ganze Zeit genervt und sagt, ja, Pickledy, das funktioniert so und so, jetzt halt bitte die Klappe. Ja, genau. Die kam aber, glaube ich, später, die habe ich gar nicht mehr so mitgekriegt. Was ich nicht gucken durfte, weil es Geld gekostet hat, das lief nämlich dann auf diesem Vorgänger von Premiere, weil das mit dem Hasen, kannst du dich an das mit dem Hasen erinnern, der Moderator-Hase. Der Hase? Ja, das kannst du nicht mehr wissen, dafür bist du zu jung. Lass uns mal über Cartoons.
Ja, das war ein echter Hase. Der hat Cartoons einmoderiert und die kamen dann hintereinander. Und das waren coole Cartoons. Und ich habe die mich dann immer zu einer Freundin geschlichen und bei ihr, weil die, das war halt auf Pay-TV. Ja. Damals gab es das dann zum ersten Mal. Mal, genau. Ich bin verwirrt, mein Mann macht komische Dinge. Wie ist es denn nochmal? Scheiße. Ich würde jetzt einfach meinen kleinen Spiel spielen. Leute, ihr wisst, wen ich meine. Mal gucken, ob das funktioniert. Einfach mal so ein paar Serien einwerfen und mal gucken, ob die einer kennt und ob ihm was dazu einfällt. Möchtest du jetzt Dinge einspielen? Nein, ich spiele nichts ein. Cartoon Brainstorm. Nein, so nach dem Motto. Eine der ersten Serien, die ich damals gesehen habe, was so Richtung Superhelden ging, war halt Defenders of the Earth. Sag keinem was? Echt? Hey, Superhelden, Alter, damit habe ich nicht. Nee, das war jetzt aber so. Nee, das war jetzt so Flash Gordon und Mantrick, der Zauberer und das Phantom. Die waren praktisch... Flash Gordon's alive. Nee, Flash Gordon habe ich echt damals darüber kennengelernt. Später erst den Film gesehen. Savior of the Universe. Herzlich willkommen im Karaoke-Podcast. Meine Mutter ist ein großer Queen-Fan. Und sie hat die Best of, die ich rauf und runter gehört habe, irgendwann als ich 8 war. Gut, also Defenders auf der Erst nicht. He-Man. Ich kenne ja diese perversen Ausschnitte, die im Internet rumgehen. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das Einzige, was ich geil fand, waren die Wollte was sagen. Der Mann mit den anatomisch inkorrekten Muskeln. Das war nämlich geil. Nämlich die He-Man-Spielzeuge waren toll. Man hat nämlich die ganzen Frauen dazu gekriegt. Das war nämlich schon das Problem bei vielen, vielen anderen Spielzeugen. Dass einfach die hatten dann nicht. Große. Ja, ja, die hatten ja große Melonenstoffe. Ja, ich mag das. Zum Beispiel bei Turtle-Spielzeug gab es nie April. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja. Du hast einfach zu viele Comics und Ohren. Aber es gab einfach nie das Spielzeug mit den weiblichen Charakteren. Bei Superman und Batman gab es kein Batgirl. Bei den Turtles gab es keine April. Aber das heißt, ich konnte mir die nie kaufen. Catwoman hatte ich nie. Aber was es gab, bei He-Man gab es Sheila und es gab die Böse von Skeletor. Und dann konntest du sogar Lesben-Spielchen mit denen machen. Und ich habe ihm die Köpfe umgetauscht. Nämlich man konnte die einfach so abploppen. Und dann konnte ich die auf eine Barbie draufploppen. Die waren nämlich aus dem selben System. Es war voll Liebe geil. Kinder, macht das bitte nicht nach. Ich habe die 50 Jahre alten Barbies meiner Mutter zu Sailor-Kriegerin umgewandelt. Und ich wusste nicht, dass wenn man Barbies die Haare schneidet, dass sie voll scheiße aussehen, weil die eigentlich nur so 3-4 Stängel aus dem Kopf haben. Das heißt, ich wollte mir eine Amy schneiden und schneide halt dieser 50 Jahre alten Barbie die Haare ab. Und danach sieht sie halt aus wie so ein Krebsopfer. Und ich habe sie dann mit Wimperntusche... Ich bin mir jetzt schon wieder zum Puppen gekommen. Nein, Merchandise. Ja, ja. Es gab keine Mädchen-Action-Figuren. Ja, Mädchen-Action-Figuren war die Barbie effektiv. Ja, das war das Einzige, was du machen konntest. Ich hatte die einzige Barbie, die ich mochte, weil ich fand Barbie eigentlich blöd, war die Ariel-Barbie, die ich hatte. Ja, die konnte nämlich dingen. Ja, weil die diesen coolen Fisch hatte, den du wirklich abmachen, dann in ein Kleid umwandeln konntest. Es gab aber immerhin weibliche Fabuland-Figuren. Von Lego. Apropos Merchandise und Cartoon-Serien. Ja. Ghostbusters. Ghostbusters. Ja, ich freue mich schon so auf die neuen mit Brüsten dran. Yay. Warum? Hast mir die Steilvorlagen. Ich mag Slimer. Yes. Ja, so sind wir uns immer einig. Und da gab es auch nur eine Trusty, das war die Frau im Empfang und die gab es auch nicht als Spielzeug. Pizza gegessen. Wie hieß denn die Frau am Empfang? Wen interessiert das? Die hatten eine Brille, das war alles, was die auch noch so hat, komisch. War da sitzen, rumquengeln und Dings anzuhimmeln. Ja, den Blonden. Ian. Eine größere Rolle hatte ja dann immerhin schon mal April O'Neil bei den Turtles. Ja, aber April O'Neil gab es auch kein Spielzeug zu. Nee? Ich hatte keine April O'Neil. Ich meine, gab es mal eine. Ich hatte den Sewer, also die Basis von denen. Ich hatte alle 4 Turtles. Ich hatte Meister Splinter. Ich hatte Shredder. Ich hatte die beiden, die aus der Serie, das Ding, was so ein Ding im Bauch hat. Mhm.
dieses Gesicht. Ja, diese. Das Rino. Ich vergesse auch immer, wie er heißt. Und hatte ich eine Apron? Nein! Hatte ich irgendwas mit aber Brust? Aber ich meine, es gab Ich hatte eine. Aber die hatte nicht viel Brust. Dann. Also mein Nachbar hat eigentlich auch nur eine einzige weibliche Actionfigur. Und das war Prinzessin Leia. Ja, Prinzessin Leia hatte ich auch, aber mein Bruder wollte und damit war. Und damit hatte, obwohl die eine von 20 Actionfiguren waren oder so, hatten die damals schon eine riesen Frauenquote da drin. Ja, eine. Der Wahnsinn. Der Sinn. Wahnsinn. Unsinn. Wir hatten Slave Leia und wir hatten, wie heißt sie denn? Wir hatten die Tussi in dem, also Leia in dem weißen Outfit mit dem Röhrchen oben drauf. Ja. Mit dem Kopfhörer. Spricht beide. Mein Bruder war ja verliebt in Prinzessin Leia, deswegen durfte ich sie nicht anfassen und nicht mit ihr spielen. Doch, da ist sie, guck, da ist sie. Da ist sie. Du warst doch kurz, dann hast du ihn nicht einfach gehauen. Ich wusste, es gab eine. Gott, ist sie hässlich. Ja, natürlich ist die hässlich, aber es gab eine. Das soll April sein. Okay. Gut, das hätte mir meine Mutter nie gekauft, weil es hässlich ist. Aber es gab eine. Echt hässlich, aber es gab also irgendwie was so geschrumpftes Barbie-Gesicht. Was ich gerne hatte, waren die Biker Mice from Mars. Die waren okay. Coole Spielzeug. Die Serie war so lala, aber ja. Das Spielzeug war halt geil, weil es gab Motorräder. Und ja. Die Biker Mice waren halt unheimlich nice. Da gab es ja dann viele so Serien, die so in die Richtung eingeschlagen haben, so ein bisschen, alles so. Ja, die Sharks, Street Sharks und so. Und auch Thundercats und so. Ja, natürlich. Das ist so eine flache Story. Die Neuauflage davon ist auch wohl relativ schlecht, ne? Die Story ist schlecht. Die Animationen, alles waren super cool, aber es ist schwarz-weiß. Die Bösen sind böse, weil sie böse sind. Ja, es ist ganz furchtbar. Wir sind die Guten, weil wir sind gut. Wir haben keinerlei andere Begründung, außer dass wir gut sind. Es ist noch amerikanischer als Amerika. Also es ist einfach grauenvoll. Die Charaktere haben auch keinerlei Charakter. Ja. Aber sieht das voll schön aus. Ist so schön. Ich könnte den Ton ausmachen, oder das einfach so angucken. Was da natürlich direkt im Fahrtwasser kam, waren dann diese Silverhawks. Kennt die noch jemand? Das war dann halt auch so wie Thundercats, aber mehr aufs Weltall ausgelegt. Und als Grundthema sind Vögel. Rangers. Gut, da gab es ja dann auch mehrere. Da gab es die Galaxy Rangers und Space. Was gab es noch? Es gibt einmal die Serie, die saugut animiert ist mit super guten Geschichten. Ich glaube, das sind die Galaxy Rangers. Und danach gibt es noch die anderen mit den Cowboys. Nee, die Cowboys waren auch die Galaxy Rangers. Wer waren denn die anderen? Saber Rider. Das war ein billiger Abklatsch der Galaxy Rangers. Ich dachte immer, es wäre andersrum gewesen. Nein. Das ist Saber Rider zuerst. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Galaxy Rangers die besseren waren, auch wenn ich beides nie richtig gesehen habe. Ja. Aber Saber Riders sind sehr flach. Saber Rider war super flach. Sehr, sehr flach. Galaxy Rangers habe ich auch gern geguckt. Hatte ich jede Menge Albträume, weil die auch dieses On the Loose hatten, wo dann dieser Arm von dem Typen sich detached und dann würgend durch das Raumschiff von denen läuft. Der hatte so einen Kunstarm, ne? Wo er sich dann immer auf die Dings... Der stand dann halt auf seinen Händen, auf seinen Fingern und ist dann so durch diese Basis gelaufen und hat angefangen, Leute zu erwürgen. Und als Kind war das halt echt so... Das ist schon krass, ja. Galaxy Rangers, voll geil. Und vor allen Dingen hatten die saucoole Aliens. Also das waren ja zwei friedliche Aliens, kommen auf die Erde und bla bla bla, Galaxy Rangers. Was ja dann auch sehr, was ich auch sehr häufig geguckt habe, aber ich glaube, war so von der Erzählweise her ähnlich wie bei He-Man, war ja auch derselbe Schöpfer, war Marshall Bravestar. Das war so furchtbar. Wie war das? Jolly Jumba? Nee, Quatsch, Jolly Jumba ist von Lucky Luke. Ist das Pferd? Fast genauso scheiße. Genauso scheiße. Und der konnte sich ja aufrecht stellen. Hatte ein Gewehr und selbst das hatte einen Namen. Ich weiß es aber auch. Ja, fast genauso scheiße. Da kam immer der Stern ist so als Zwischenwende da reingeschoben. Ich möchte wie bei jemanden, der auf einem Pferd reitet, was genauso scheiße heißt. Wie bei He-Man damals auch mal immer der Skelettkopf irgendwie oder irgendwas da reingeblendet wurde. Ja, oder? Genau. Aber He-Man hatte immerhin, wie hieß nochmal die Katze? Battlecat. Genau, das war wenigstens cool. Und es gab Es gab ja wenigstens Sheila und die hatte auch ein cooles Pony. Und das war wenigstens nice. Der einzige Grund, warum ich He-Man nicht super, super scheiße fand, war wegen der Katze. Ach, wegen der Battlecat. Ja. Ja.
Na gut, das der, der hatte halt sein Pferd und dann hatte er auch so einen Sidekick, so Oku-mäßig. Aber das war wieder ein Kerl, oder? Es gibt einfach viel zu wenig Frauen Mädchen damals in den Cartoons. Deswegen, für mich war das halt so, ist da eine Frau dabei? Nein. Bei Galaxy Rangers ist es wenigstens eine. Stimmt. Deswegen mochte ich Mega Man nicht. Mega Man wäre die Serie für mich gewesen eigentlich, weil ich Roboter total geil fand. Roboter die Tussi hat einen Staubsauger. Die Tussi hat einen Staubsauger an der Hand. Alles sind Roboter. Und sie tun so, als ob das Mädchen nichts könnte, obwohl sie genauso stark ist wie alle anderen. Denn sie ist Roboter. Macht den Dreck weg. Und das kriegt sie eine super Staubsaugerhand. So. Tschüss, Serie. Tschüss. Ich möchte nicht mit einer Serie zu tun haben, wo das einzige... Und sie war auch noch das einzige Mädchen. Die einzige weibliche Person. Und sie kriegt eine Staubsaugerhand. No, fuck you. Die nächste Revolution geben wir mal, ist immer noch fällig. Gehen wir mal in eine andere Richtung. Ja, super, eine Richtung mit Frauen. Mit viel mehr Frauen. Ja, ja. Sailor Moon. Nein. Die Schlumpf. Die Schlumpf. Oh Gott. Die ist ja nicht mal ein echter Schlumpf. Die ist von Gargamel erschaffen. Das ist so viel schlimmer. Genau, das da wusste ich, dass es kommt. Da gibt es eine Frau, die ist doch nicht mal echt. Schlumpfine ist die Nutte Moment. Des Dorfs. Moment, dafür haben sie dann später Oma-Schlumpf eingeführt. Da wurde das Oma-Schlumpf ist die zweite Nutte, damit die Leute, die nicht auf junge Blondinen stehen, nein, auch die zweite war Zazet, bitte. Ja, ja, die ist für die Pedos. Die wurde aber auch für von Gargamel geschaffen. Ja, natürlich auch. Ich gebe auf. Ich bin da irgendwie nicht mehr auf dem Laufenden. Die Schlümpfe war doch cool. Die Schlümpfe habe ich echt. Ich mochte die Schlümpfe nicht, weil es nur ein Mädchen gibt. Das Mädchen, was es gibt, hatte High Heels. Das hat mich jetzt nicht so gestört. Ja, aber sie hat High Heels an. Genau. Natürlich. Sie hat High Heels an. Und sie erlebt dieselben Abenteuer. Sie läuft auf diesem fucking High Heels. Ja, sie hat High Heels an. Das ist so fantastisch. Und alle lieben Schlumpfine, weil sie das einzige Mädchen ist, obwohl diese Rasse eigentlich gar keine Mädchen hat offensichtlich, denn sie wurde ja von Gargamel erschaffen. In doch, diesem Dorf. Nein, in diesem Dorf lebten ursprünglich in der Originalversion nur Typen. Ja, nur Typen. Diese Rasse hat also keine Frauen. Die alle gleich aussehen am Anfang. Ja. Diese Rasse hat also keine Frauen, sondern nur Typen. Nein, Oma-Schlumpf. Du vergisst Oma-Schlumpf. Es gab keine Oma-Schlumpf. Doch, die gab es. Die hat nämlich alle 100 Schlümpfe Nicht im Original. Im ersten. Wir reden hier nicht von den, oh, wir müssen das anpassen, Leute sind misstrauisch geworden, Varianten, die später kamen. Sondern wir reden vom Original, wo es nur Typen gibt. Und dann kommt Gargamel und setzt ihnen eine Frau vor. Und auf einmal sind die alle so, hey, ja, wir sind nur Typen, aber da ist eine süße Frau. Geil, wir sind jetzt alle verliebt in die. Das macht überhaupt keinen Sinn. Schlümpfe sind eigentlich Zwitter. Eigentlich sind die nicht Typen, sondern eigentlich sind das alles Zwitter, weil irgendwie müssen sie ja Kinder zeugen können. Das heißt, ursprünglich anonyme Angehörige eines Kollektivs. Sowas wie die Borg. Wir sind die Schlümpfe. Widerstand ist zwecklos. Wir sind Schlumpf, genau. Sie schlumpfen ja auch die ganze Zeit, weil das macht alles Sinn. Stimmt, jetzt. Sie schlumpfen. Ja. Ihr werdet auch geschlumpft werden. Wir werden eure Kultur und Zivilisation unserer anschlumpfen. Können wir bitte einen Fancomic dazu machen? Macht ihr mal. Ich möchte einen Fancomic dazu. Um mal eine Serie zu bringen, die eine sehr gute Frauenquote hatte, das waren die Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Die war auch sehr gut. Es gab eine ältere Granny-Schlumpf, dann gab es die Sunny. Wir sind jetzt bei den Gummibären. Sunny. Sie ist verschlumpft. Sunny. Sunny, genau. Sunny. Und das heißt, genau. Das war jetzt eh nicht wie schlimm. Man hatte wenigstens eine Projektionsfläche. Dann gab es auch noch eine Prinzessin, die Carla, die auch noch coole Dinge getan hat. Und die viel cooler stimmt, die war als der Junge. Cooler war als der Junge, genau. Sie war immer so, lasst uns Abenteuer leben. Er war so, ich mach mir die Hosen, mimimi. Ja, das war so. Ja, das war schön. Und später, wenn sie die anderen Gummibären treffen, gab es da auch noch Frauen. Und zwar richtige Kämpferfrauen. Genau. Das heißt, Top-Serie, definitiv pädagogisch wertvoll, anschauen lassen. Okay, wir sind bei meinem Lieblingsblock angekommen. Das ist furchtbar. Also, wenn man heute versucht, Gummibären zu gucken, man kriegt Aufschlag, aber so als Kind war das schon nice. Wir sind bei meinem Lieblingsblock angekommen. Ja, dein Lieblingsblock. Disney-Serien. Disney-Serien, ja. Dschungelbuch-Kids. Moment, Dschungelbuch-Kids. Gummibären sind ja von Disney gewesen. Ach, echt? Ja. Dschungelbuch-Kids. Wollte ich jetzt nur noch mal so einwerfen für die jetzt die Brücke nicht mitbekommen. So. Dschungelbuch-Kids. Dschungelbuch-Kids. Die waren so cool. Erzähl.
Naja, es sind alle Dschungelbuchtiere, nur als Kinder. Das reicht. Das ist super witzig und super toll. Fand ich irgendwie lame. Nein, ich fand's total cool. War ich entweder schon raus aus dem Alter oder... Du warst wahrscheinlich raus aus dem Alter, ja. Die ist wirklich sehr, sehr... Den Dschungelbuch, den Film, mochte ich, aber irgendwie Dschungelbuch Kids. Dann lieber Captain Baloo. Captain Baloo, ja. Captain Baloo ist alterslos. Weil das ist... Also es ist so ein Prinzip, das mag ich eigentlich ganz gerne. Du nimmst bekannte Figuren und setzt sie in ein ganz anderes Umfeld. Haben sie ja mit Chip und Chap dann auch gemacht. Ich fand das mit Chip und Chap. Chip und Chap, eigentlich A-Hörnchen und B-Hörnchen auf Deutsch. Chip und Chap hat auch einen tollen weiblichen Charakter. Das ist zwar nur eine, aber Trixie macht dafür... Trixie war die Herz der Serie. Ja, Trixie war die Clevere, ohne die wäre die Gruppe dauernd vor den Arsch gegangen. Ich meine, kennst du? Ja, kenne ich. Habe ich mit 18, 19 noch. Ich habe mal ein fantastisches Trixie-Cosplay gesehen. Das war wirklich, wirklich cool. Wo sie sich halt die Nase so geschminkt hat und hat sie sich Öhrchen aufgesetzt. Die Klamotten und hat sich so einen riesigen Schraubenzieher hat sie halt sich aus Pappmaschine also gebastelt gehabt. Ich fand das cool. Dieses Weltraumoutfit von ihr, das war so ein großer Gummihandschuh. Ja, es war ein Gummihandschuh. Ja, es ist so cool. Ich glaube, es war auch ein Vorspann, glaube ich. Mhm, genau. Ja. Wahrscheinlich wirklich die einzige weibliche Disney-Figur mit einer Latzhose, oder? Mag sein. Moment. Es war auf jeden Fall eine der ersten, glaube ich, die wirklich konnte. Ja, die etwas, vor allen Dingen etwas männlich Besetztes getan hat, weil sie war ja die Einzige, die dort basteln und Dings, irgendwas geht kaputt und Trixie kommt mit Werkzeug und sagt, ja, Jungs, ich mach das schon. Und die Jungs stehen so daneben so, hier, halt mal das Schwere. Ja, das war nicht so üblich, ne? Ja, das war damals. Hast du aber bei deswegen mochte ich Trixie. Wie gesagt, bei Gummibärchen zum Teil gehabt. Also so dieses Abenteuer. Da waren alle relativ gleichgestellt. Ja. Also Granny hat zwar die Hausarbeit gemacht, aber sie hat doch den Zaubertrank gemacht. Oder? Ja, und sie war halt auch die Großmutter dort, die sich um alle gekümmert hat. Der, mit dem großen Hut. Sie hätte gekocht und er hätte nur gezaubert. Ja, sie macht den Zaubertrank. Sie macht den Trank. Ach so. Granny macht den Trank. Sie sammelt den Gummi. Ja. Der Zauberer konnte, naja. Der Zauberer konnte nicht so viel. Hat sie ein Spezial gewünscht. Genau, ich hexe das jetzt weg. Eigentlich hat er immer nur Mist gemacht. Oh nein, ich habe die Decke weggemacht jetzt. Ich weiß da einen Zauberspruch, alle laufen weg. Genau. Naja, war nicht so toll. Aber Toadie war toll. Toadie. So. Aber Jodie liebt Herzoglein. Ja. Nächste Serie, DuckTales. Kennst du auch, oder? Aber DuckTales? Auch wieder verdammt wenig Frauen. Oh, ich darf das nicht mal so. Ja, wobei, du hast dann zumindest mal... ich hatte keine Probleme mit Serien, wo man sich mit den Jungs immer identifizieren konnte. Also bei DuckTales konnte ich mich mit den Jungs identifizieren, weil sie einfach Kinder waren und nicht so jungenhaft besetzt. Die kleine Daisy. Ja, es war schlimm. Auch nur das ist echt ein Frauenbild aus den 50ern. Ja. Ja. Also wie gesagt, das waren auch wieder, wie du sagst, das Serien, da hast du dich nicht mit denen identifiziert. Irgendwie nicht, ne. Nee. Wobei, na gut, später dann, also mit Darkwing Duck ging es ja nochmal ein bisschen. Ja, Darkwing Duck, Kiki. Was ja im Grunde eine Fortsetzungsserie ist zu DuckTales, weil es irgendwie im gleichen Universum spielt. Es gibt noch die Serie, wo die Teenies sind. Tick, Trick und Track. Die gab es dann auch nochmal später, genau. Ja. Wo sie Teenies sind. Und da war Daisy auch emanzipierter dargestellt. Definitiv. Ja, die war dann Fernsehreporterin. Ja, da wurde auch die ganze Rolle klar, also. Und er war, glaube ich, ihr Kameramann oder so, Donald. Und? Mhm. Ja, genau. Und aber die Jungs, vor allem drei Mädchen als Gegenparts, die sind immer mal wieder vorgekommen. Die hatten die? Ja, da gab es dann sozusagen Trick und Track und dann gab es noch diese drei anderen Mädels. Echt? Aber die kamen nicht so oft vor, aber wenigstens gab es noch welche. Ja, das Bild, man hat auch gemerkt, dass es, also ich fand, man hat gemerkt, die Jungs waren viel moderner. Naja, das war genau das Prinzip wieder. Während der Donald war immer noch so, und Jungs waren so, du bist voll nicht mehr auf, wie es läuft und so, also das... Ja. Ja gut, das war halt dann so ein bisschen auch, wir nehmen jetzt bekannte Figuren und setzen die einfach mal in ein anderes Umfeld. Die haben das dann versucht dann Goofy und Max. Genau, Goofy und Max hat genau dieselbe Schiene gefahren. Goofy einfach mal raus aus Entenhausen, komplett in ein anderes Umfeld. Und
So. Kater Carlo. Kater Carlo. Und der hatte eine Frau, die war auch ziemlich tough. Und die Tochter war super tough von denen. Ja. Die sind zwar jetzt nicht so häufig, die haben jetzt nicht so den großen ja, Part, aber die hatten so immer... Problem mit Goofy und Max, die waren cool. Ja. Ja, war natürlich auch eine meiner Lieblingsserien. Und jetzt kommt die ganze Schiene. Hey Arnold. Oh, hey oh Gott. Da bin ich raus. Hey Arnold war super. Hey Arnold. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, ich habe ihn um sein Zimmer beneidet. Er hat dieses Zimmer, wo die Decke aus Glas ist, aber es ist ziemlich blöd, da drin zu schlafen. Ja, ich habe mir so überlegt, das ist schon ein bisschen doof. Es wird ziemlich schnell. War eine Disney-Serie, aber das hat irgendwie nie so ausgesehen. Das war so geil. Ja, die war super. Und dann Peppa N. Habe ich nicht so viel geguckt, aber fand ich auch ganz cool. Sieh das Mädchen aus dem Sportunterricht. Nein, das bin ich. Ja, die Disney-Serien habe ich dann erst später wieder ein bisschen entdeckt. Da waren ja dann diese Disney-Channel-Serien. Ja, genau. Wie hieß denn das? Große Pause? Ja, das ist ja, das war dann wieder die Sachen, die ich gerne geguckt bei 50-50 Mädchen, Jungs. Phineas und Ferb gucke ich heute halt. Bei Disneys Große Pause waren die Mädchen auch als Charaktere und besetzt und nicht als klassische Mädchen. Kids. Kim Possible war auch sehr cool. Aber die war auch ein bisschen später. Naja. Wie gesagt, das sind so die Serien, die ich dann wieder geguckt habe. Wobei ich irritiert war, dass Kim Possible mit ihm zusammenkommt. Also viele Leute fanden das ja sehr, das ist voll gut, aber ich fand es einfach seltsam. Es war nicht schlimm, es war ein bisschen seltsam. Das war irgendwie so berechenbar irgendwie, ne? Dieses Jugendliebe, also Kindergartenliebe-Ding ist für mich immer... Unstoppable. Ja. Unstoppable, der Arme, sag ich. Ich habe auch eine verdammt gute Kim Possible, einen guten Unstoppable mit... dem Nacktmul auf der Community gesehen. Also das Nacktmul als großen Menschen im Nacktmul-Outfit. Wie hieß denn der Nacktmul gleich? Der hat auch einen Namen. Nacktmul. Ja, das war. Ich weiß nicht. Mulle. Ich hätte sehr, jetzt wie bei Phineas und Ferb, Perry das Schnabeltier. Das ist auch so sensationell. Habe ich nicht gehört. Angucken. Wie gefällt dir die der Serie? Der Stil von Phineas und Ferb hat mich zu sehr angestrengt. Ja. Helfende Elfen. Oh Gott, das ist so furchtbar. Helfende Elfen gibt es auf Netflix. Ich habe es ja vor kurzem wieder alles angeschaut. Das hat mich jetzt wieder angestrengt. Und was ist mit dem das blaue Ding da im blaue? Fosters? Nee, Fosters habe ich auch geschaut, aber nein, das andere. Das blaue Ding im Aquarium. Getäuscht, wir haben irgendwas vergessen. Ja, was dann, wenn das falsch füttert, wird es groß. Es ist nicht im Aquarium, es ist ein Terrarium, es ist so ein Lizard. Ja, genau. Es ist ein blauer Lizard und der füttert ihn, dann wird der groß und dann macht allem sie Abenteuer. Wie heißt du, Serie? Wie blöd. Ja, die habe ich nicht so viel geguckt, aber die war cool, ja. Es gab auch noch Disney-Serien, die waren auf Filme basierend. Ariel, die Meerjungfrau, gab es als Serie? Ja, wir hatten da sogar eine echt taube Meerjungfrau. Was wir haben, die stimmt. Echtes, die Ariel-Serie war nicht schlecht, das muss man sagen. Das war ja eine Vorgeschichte im Grunde, ne? Genau. Dann, da kamen auch manchmal ihre Schwestern alle vor. Ja, genau. Was oft das Prinzip eigentlich war bei Disney-Serien, die zu Filmen basierten, das waren meistens Vorgeschichten, bis auf Aladdin. Da war es dann. Ja, danach, weil sie jetzt halt schon zusammen klar. sein mussten. Aber ja, sonst hätte es mit dem Cast nicht funktioniert. Ja. Aber bei Ariel war es so, dann bei Herkules. Herkules, die Serie fand ich nicht gut. Ich weiß nicht mehr warum. War halt die Heldenreise, haben sie ein bisschen ausgeschmückt, was ja im Film nur. Wir müssen noch über eine Serie reden, die wichtig ist. Okay. Die keine Disney ist, glaube ich. Gargoyles. Gargoyles! Das ist Disney. Überraschenderweise ist das Disney. Das war so die erwachsenste Disney-Serie, die seinerzeit gemacht haben. Wir haben die Fortsetzungen hier. Wir müssen es dir mal mitgeben. Ja. Wir haben den Fortsetzungscomic hier. Oh ja. Gargoyles hat mich auch geflecht. Ja, das war so auch so in der Art von Batman Animated damals so. Genau. Mhm. Aber das war sensationell gut. Oh ja. Das war sehr cool, ja. Da war alles an der Serie war geil. Jede einzelne Folge, es gab keine Füllerfolge. Jede Folge war gut und jede Folge hat die Story vorangebracht. Gab sogar einen Comic davon damals auch. Damals in diesem Mickey Mouse präsentiert Doktors irgendwie gab es das sogar ganz mal. Die haben dann mal irgendwann die ganzen Serien als Comics rausgebracht. Was ist mit den traurigen Keksten passiert? Warum sind sie so kaputt? Ich weiß nicht, welche haben sie zerquetscht. Teilweise die Filme, teilweise die Serien als Comics. Chip und Chip, Duck Wing Duck.
Was ist ein Darkwing Duck Band, den Ding, den ich damals mit hatte? Den vorderen Teil, den haben die damals schon mal rausgebracht. Captain Baloo gab es als Comic. Sehr cool. So, was hast du denn da für ein Buch? Ja, das ist so eigentlich mein wichtigstes Buch. Der also Flo hat ein Buch mitgebracht. Ja. Mein allerwichtigstes und allerliebstes Buch. Das ist aber gerade ein Comic. Das Buch war eigentlich vor mir da. Es funktioniert eigentlich ähnlich wie ein Comic. Also wir haben riesige, fast ja, teilweise sogar Doppelseiten füllen Bilder. Genau, Splash-Pages. Genau. Und wir haben direkte Rede. Allerdings ist die in einem Text zusammengefasst dann oft auf der anderen Seite, wenn das keine Doppelbilder sind. Jetzt sag doch mal kurz, wie also, das Buch heißt. Das Bilderbuch heißt Lupinchen. Das ist, war vor mir da. Es ist von 1970. Erste Auflage aus dem ganz knapp vor mir, genau. Und es hat Alice im Wunderland Einfluss. Es hat Alice im Wunderland Einfluss, richtig, ja. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Ich hab's gesehen. Humpty Dumpty kommt drin. Humpty Dumpty kommt drin vor, das genau. Ei auf der Mauer. Der Cast ist sehr, der Cast, wie die Kollegen der sagen. Ne? Also oh, schön, wie das Personal. Das ist nicht von mir, das hier schon, ja. die ganz frühen Werke vom Florian. Ja, die ersten Versuche, genau. Ja, es war schon sehr inspirierend irgendwie anscheinend. Und ja, genau, Lupinchen erzählt und illustriert von Binette Schröder, ein Nord-Süd-Bilderbuch. Ja, wie gesagt, das Personal ist sehr übersichtlich. Das wendet sich auch, glaube ich, an die ganz Kleinen wie mich damals. Das sind genau 4 Leute, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ja. Das sind einmal Robert der Vogel. Robert! Seine Vertraute, oder ich würde mal sagen, das ist eigentlich eher die Tochterrolle. Seine Tochter Lupinchen, also ja, Robert der Vogel ist sozusagen die Eltern. Okay. Und genau. Der ist fusioniert. Ja. Robert der Vogel fliegt halt tagsüber weg und besorgt Essen, wenn ich das jetzt richtig. Ja, genau, er besorgt Essen. Und Lupinchen gießt so den Garten und bleibt halt immer zu Hause. Und eigentlich sind sie sehr glücklich, aber sie findet das irgendwann nicht mehr so toll. Und weil sie halt tagsüber immer alleine da ist. Und Robert der Vogel schleppt dann praktisch Freunde an. Und ja, da kommt einmal der Herr Klapp auf und zu. Der Schachtelmann, der alles kann. Das ist sozusagen der Schönwetterfreund. Mhm. Also jemand, der so richtig aufscheppen kann, mit dem er richtig geil Party feiern kann, was dann auch stattfindet. Und es gibt auch den ja, Herrn Humpty Dumpty, ne? Ja, den, Humpty Dumpty. Den Engländern sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Und wenn man ihn anspricht, schnuppert er gerade lieber an einem Gänseblümchen. Und genau, das ist der Alice im Wunderland-Einfluss. Mhm. Wobei der sich, glaube ich, in Alice im Wunderland schon anders verhält, ne? Ist er, da auch so zurückhaltend? Eher nicht, ne? Ja, er ist auf jeden Fall, er ist zurückhaltend bis, glaube ich, ein bisschen gereizt. Er fällt dann ja von seiner Mauer runter, weil er darauf rumturnt und irgendwie lamentiert, glaube ich. Heißt er da auch so? Genau. Der heißt hier Mr. Humpty Dumpty und ist Engländer und ist aber eigentlich nicht gereizt. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr unscheinbare, freundliche Figur erstmal. Ich bin mir nicht mehr sicher mit dem gereizt Part. Es kann sein, dass ich mit Comic-Adaptionen verwechsle. Ja. Also wenn die Bilder hier ansonsten sehr aquarellig und großzügig sind und sehr, 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 ich sag mal, nicht stufig, sondern so, es gibt sehr schöne Verläufe, dann sind die Figuren irgendwie sehr streng geometrisch. Also wir haben, man merkt auch hier so ein bisschen, dass die Geometrie so ein bisschen den Ausschlag für die Figur gegeben hat. Also wir haben den Schachtelmann, sehr, sehr würfelförmig. Der klappt dann oben alle möglichen Geschenke aus sich raus. Ne? Vorne ist natürlich ein Gesicht drauf und ansonsten hat er relativ unscheinbare Gliedmaßen. Der Herr Humpty Dumpty ist jetzt halt ein Ei. Auch in so einem weißlichen Grundton, so dass halt so wirklich die geometrische Form nahe hervortritt. Der Vogel Robert, der ist so ein, ja, ein sehr federiges Wesen, das aber auch eher weißlich ist, bis auf den Kopf, der so ein bisschen rot ist. Auch hier ein sehr geometrischer Schnabel in Gelb. Also so ein, wie nennt man das? Eigentlich so eine aufgeklappte Pyramide. Lupinchen ist eigentlich eine Puppe. Lupinchen ist eigentlich eine Holzpuppe, genau. Mhm. Also eine sehr reduzierte Holzpuppe, auch wieder in einem weißlichen Grundton, mit einem schwarzen so Büschelkopf, ne? Also auch eine sehr reduzierte Frisur und das ist alles sehr, sehr geometrisch, was natürlich sehr krass kontrastiert mit diesen Verläufen im Hintergrund oder mit diesen aquarelligen Bildern, die die Landschaft dann eigentlich ausmachen. Die Landschaft auch immer sehr reduziert, wunderschön und farbig, aber sehr, sehr reduziert in den Formen. Mhm. Sehr flächig oder... Ja.
Genau. Also, der Vogel Robert schleppt jetzt diese beiden Freunde an. Und jetzt wird halt, Lupinchen ist jetzt praktisch sozusagen die Gastgeberin. Und die gehen dann zu dritt ohne den Vogel Robert, der sich jetzt irgendwie vornehm aus der Szene stiehlt und die drei Kinder sozusagen mal spielen lässt. Also so kommt es zumindest von den Rollen herüber. Mhm. Gehen die dann in den Park und sie feiern. Und der Schachtelmann, der alles kann, der Herr Klappaufens zu, der baut da die Partyhütte, der holt da die Schere raus und klappt alles Mögliche aus sich raus. Und Shep richtig uff mit Kakao und Süßigkeiten. Und genau. Und dann kommt praktisch die große Wende oder die große Katastrophe. Es kommt ein Sturm auf und dieses Partyhaus fliegt mit den Bewohnern davon. Mhm. Und damit nimmt so das Unheil seinen Lauf. Und jetzt wird plötzlich aus diesem bis jetzt kaum vorkommenden Humpty Dumpty, dem vornehmenden, zurückhaltenden Engländer, wird jetzt praktisch irgendwie so der Schlechtwetterfreund oder der kommt jetzt zur Geltung. Mhm. Also der schneidert mal eben dieses papierne Partyhaus in einen Papierflieger um. Mhm. Und damit ist die Party fürs Erste gerettet. Es gibt dann, die werden raus aus dem Meer geblasen. Und dann wird aus dem Papierflieger schließlich auch hier wieder sehr viel Geometrie in den Bildern ein Schiff, das aber leider natürlich auch nur aus Papier ist. Und da muss so ziemlich die ganze Partyausstattung über Bord geworfen werden, wenn das Schiff so langsam so Richtung Wasseroberfläche sinkt. Herr Humpty Dumpty ist hier fleißig am Schöpfen mit seinem Hut. Und dann zuletzt kommt noch sein Schirm zum Einsatz. Und dann hat er seine Freunde auf die Schultern gepackt, wenn man bei einem Ei von Schultern reden kann. Sie sitzt auf seinem Kopf. Genau, sie sitzt eigentlich auf ihm drauf. Ja, der Kopf ist ja sozusagen die Person. Genau, und ganz obendrauf der mittlerweile sehr kleinlaute und ängstliche Herr Klappaufenzu, der für diese Situation irgendwie weniger geschaffen ist. Aber ich denke mal, das ist so ein bisschen der Hintergrund von diesem Buch, ne? Dass so ein bisschen der Wert von unterschiedlichen Persönlichkeiten oder verschiedenen Spezialitäten der Personen hat, gezeigt wird. Und dass Verschiedensein jetzt eigentlich manchmal ganz cool sein kann. Und schließlich und zuletzt erinnert sich dann auch der Vogel Robert wieder seiner elterlichen Pflichten und rettet die drei aus dem Meer. Mhm. Und zum Abschied gibt es einen warmen Tee und dann gehen die Freunde nach Hause, wie das halt bei Kindern immer so ist. Und der Vogel Robert und das Lupinchen schlafen ein. Und alle sind glücklich. Ja. Woher kommt das Buch? Oder woher kommt das Buch? Das Buch habe ich natürlich von Vogel Robert, nein, von meinen Eltern gekriegt. Ja, aber nee, woher kommt die Geschichte? Steht das irgendwo? Es ist erzählt und illustriert von Binette Schröder. Mhm. Ich habe die auch irgendwann mal gegoogelt. Also von der gab es wohl noch mehr Bücher. Eins davon kannte ich sogar so am Rande. Mhm. Florian und Traktor Max hatten wir, glaube ich, auch und mal. Und Ratatatam, die kleine Lokomotive oder sowas. Hey, du kannst echt gut fernlesen, muss ich mal sagen. Das ist nämlich ganz schön klein gedruckt. Das hab ich vorhin schon gesehen und es kam mir irgendwie bekannt vor. Also sie hat viele Kinderbücher anscheinend gemacht, aber ich habe die auch irgendwann gekannt, aber es ist keines so an mich gegangen. Mhm. Also hier war es immer klar, das ist sozusagen mein Buch, wie die Bibel das Buch von Paulus ist. Und mein Lieblingsbilderbuch war Die kleine Raupe. Cool, ja, die kenne ich auch. Das ist, glaube ich, von der Zeit her gar nicht mal so ein Riesenabstand. Ist eigentlich ein cooler Comic, obwohl es kein Comic ist. Also, ja gut, ein Kinderbuch ist ja auch. Ja, ich so. Ja, logisch. So. Also, wir gehen heute auch mal ein bisschen in die Kinderbuchecke. Ja. Die Uni hat jetzt gerade noch hier was hingelegt. Ja. Muss das ja hier kommentieren, ihr sagt ja nichts. Die wilden Kerle von Maurice Sonnberg. Legendär. Ja, das ist wirklich ein echter Comic, weil immer nur ein Wort oder ein Satz zu einem Bild. Mhm. Stimmt. Auch eine sehr kurze Geschichte, aber schön illustriert. Mhm. Wilder Kerl, fress dich auf, sagte Max. Oder es ist spät. Tja, Max hat sich nicht gut benommen. Da wuchs ein Wald in seinem Zimmer. Ich kenne das Buch nicht. Und er wuchs, dass die Decke voller Laub hing und die Wände so weit wie die ganze Welt war.
Was geht's da? Und plötzlich war da ein Meer mit einem Schiff nur für Max und er segelte davon Tag und Nacht. Und wochenlang und fast ein ganzes Jahr bis zu dem Ort, wo die wilden Kerle wohnen. Und dabei wird er von einem gefährlichen Drachen besorgt im Wasser. Max die Odyssee. Und als er dort ankam, wo die wilden Kerle wohnen, brüllten sie ein fürchterliches Brüllen und fletschten ihre fürchterlichen Zähne und rollten ihre fürchterlichen Augen und zeigten ihre fürchterlichen Krallen. Aber wir sehen auf dem Bild, dass Max gar nicht beeindruckt ist, denn er ist auch ein wilder Kerl. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Ja. Genau, wir wollen das nur anteasern, damit nämlich andere Leute das dann lesen. Also um zu erfahren, was dann passiert und wie Max die wilden Kerle beeindruckt, müsst ihr das Buch selber kaufen. Genau. Ist das nicht sogar mal verfilmt worden? Ja, es gibt eine Verfilmung und ich habe das schon mindestens dreimal als Theaterstück vorgeführt gesehen. Braucht man das? Braucht man das? Sich das anzuschauen? Als Theaterstück oder als Film? So nice. Die Filme, keine Ahnung, aber die Theaterstücke waren immer sehr cool. Okay. Weil die halt, die Beschreibungen von den Szenen sind ziemlich nice. Du hast ja gerade gehört, das Laub wuchs und dann waren die Wände so weit wie die Welt. Mhm. Und das zu sehen, wie das halt Kinder umsetzen, wie sie dann diese Dinger von, also zuerst zum Haus gebaut haben. Das auch von Kindern gespielt. Ja, genau. Ja. Ach, das ist halt, das eine war halt in meiner Grundschulzeit, haben wir das einmal aufgeführt und das andere, da war ich ein bisschen älter. Und tragen dann halt die Wände von den weg und dann kommen die Bäume reingelaufen und so Scheiße. Ja, ihr habt das auch geführt. Ja, ich war nur nicht auf der Bühne. Ich war im Prop. Irgendwas gemalt. Da wäre ich aber auch neidisch gewesen. Bühnenbildnerin. Ja, ich habe einen Baum gemalt, glaube ich. Cool. Ja. Und du? Deine Lieblingskinderbücher. Die kleine Raupe Nimmersatt. Ja, das stimmt. Ich bin nicht leicht beeinflussbar von Bildern mit Essen. Mhm. Das war bestimmt auch nicht früher schon so. Nein. Das ist voll toll. Sie isst ganz viele leckere Dinge und ist total glücklich darüber. Mhm. Das hat mich sehr glücklich gemacht als Kind. Das würde mich heute immer noch glücklich machen. Yeah. Ich hatte ein furchtbares Buch, um lesen zu lernen. Das weiß ich noch, weil es so schrecklich war. Es hieß Die Gans legt ein Ei. Da waren auch Bilder drin. Es war so ein Bilderbuch. Ich kenne das Buch. Es ist furchtbar. Es geht um eine blöde Gans, die ein Ei legt. Und das kann auch spannend sein. An verschiedenen Stellen im Haus und Umgebung. Und es sind immer blöde Stellen. Sowas wie in der Spüle. Und natürlich ist es kein guter Platz für ein Ei. Oder auf dem Küchentisch und es rollt runter und geht kaputt und dann geht die Gans woanders hin. Die legt so viele Eier. Ich glaube nicht, dass eine Gans an einem Tag so viele verdammte Eier legen kann. Also es ist auch noch zusätzlich sehr unrealistisch für Kinder und ihre Erwartungen an Gänse, die Eier legen. Und es ist wahnsinnig langweilig. Zum Schluss findet sie dann einen Platz, wo sie das Ei legt und es nicht wegrollt, kaputt geht oder nass wird und brütet es aus und alle sind glücklich und du denkst dir, scheiße, ist das langweilig. Die Gans hat zwischendurch nicht mal Sex. Das heißt, aus dem Ei kann ja gar nichts rauskommen. Ja, ich sag ja, das Buch ist einfach kein pädagogisch wertvoll vom Inhalt her. Ist das einfach nicht hilfreich. Ich hatte Hühner als Kind. Ich wusste, dass Hühner aus Hühnereiern keine Babys kommen. Ich hab mich nicht dafür interessiert, ob das Ei irgendwas wird. Ich wollte, dass das Buch zu Ende geht, weil meine Mutter mich gezwungen hat, es vorzulesen. Kennst du den Dachs mit? Ich fand den total geil. Ich fand das voll cool. Also, ich muss feststellen, ich bin heute sehr oft raus. Ja, der Dachs mit der Brille ist voll so toll. So wie es mir aber bei den Zeichentrickfilmen. Mhm. Am Ende kommt raus, dass seine Brille nicht verschwindet, sondern ein Eichhörnchen kommt tagsüber rein und holt sich die Brille. Aber irgendwas sagt mir das. Und er hat halt nachts kann er, die machen dann Brillensharing, weil nachts hat er das. Genau. Ja, so wie andere Carsharing machen. Ja. Wenn er schläft, holt das Eichhörnchen sich die Brille. Versteht das schon. Bleiben sie dann ein bisschen länger wach. Und der Dachs heißt Vielmann. Damit sie mal zusammen Kaffee oder einen Tee trinken können. Das ist voll cool. Ja, ne? Weil er fängt dann an, das Eichhörnchen vergisst nämlich an einem Tag, ihm die Brille zurückzubringen. Und er putzt sich dann mit dem Besen die Zähne und versucht sich dann mit dem irgendwas anderem die Haare zu bürsten. Und er wäscht sich dann mit dem Spülschwamm und so einem Scheiß. Das ist total toll. Die Bilder waren super. Wollt ihr wissen, was ich als Kind für Kinderbücher hatte? Du Abrafax, ja. Ja, nein, Kinderbücher. Okay. Mhm. Märchen. Grimms Märchen. Die hatte ich auch. Aber die konnte ich nicht lesen, als ich lesen gelernt habe, weil die zu komplex waren. Deswegen habe ich das dumme Gänsebuch bekommen. Nee, die habe ich zum Teil noch vorgelesen bekommen. Also das war ja dann so. Die Grimms Märchen.
Da kommen wir jetzt. Yeah, wolltest du eine Überleitung? Ich wollte. Na, nicht nur. Also, natürlich wollte er eine Überleitung. Ja, aber ich habe tatsächlich die Kinder aus den Märchen gelesen und tatsächlich hat sie jetzt mittlerweile der Verlag Popcom eine Serie gestartet, die da heißt Fairy Quest. Ist geschrieben von Paul Jenkins, Humberto Ramos, von Humberto Ramos gezeichnet. Und von Leonardo Olea wahrscheinlich die Farben, glaube ich. Ja, die Serie hatte ich schon mal eine ganze Weile entdeckt. Die wurde in der ursprünglichen Version als Kickstarter damals rausgebracht. Wir reden jetzt von einem anderen damals als das damals der ganzen Rest der Serie. Also ja, also damals ist jetzt so vielleicht 5 Jahre her, oder? Genau, nicht damals, vor 25 Jahren. Und genau, und von dem Duo Paul Jenkins und Humberto Ramos, weil habe ich vorher schon die Offenbarung gelesen. Das erschien damals bei Carlsen, das war halt auch so ein relativ dicker Wälzer. Und da hat mir das Duo schon ziemlich gut gefallen. Und als ich dann gehört habe, dass die jetzt wieder was machen und dann auch noch mit Märchenfiguren, da war ich irgendwie Feuer und Flamme. Und dann habe ich das auch die ganze Zeit irgendwie auf dem Radar gehabt und verfolgt. Aber war irgendwie nicht abzusehen, ob da irgendwann mal Lizenzen nach Deutschland kommen. Und dann hieß es irgendwann, Janne Rohletter macht es mit Danny Books. Da hat sich alles ein bisschen anders entwickelt und deswegen ist es zu Popcom gekommen. Popcom ist ein Sublabel von Tokyo Pop. Wollte gerade sagen, das ist. Und unter diesem Sublabel machen sie jetzt praktisch so, das, was man Comics bezeichnen würde. Also keine Manga, sondern halt Comics. Obwohl sie auch sehr Manga-isch. Ja, also so Anleihen gehen in die Richtung, wobei da noch ein sehr europäischer Stil mit drin ist. Finde ich zumindest. Und, wo war ich jetzt? Ja, also die machen, Tokyo Pop hat ja schon Comics rausgebracht in der Vergangenheit, aber jetzt bringen sie halt praktisch noch mehr Comics unter diesem Label raus. Was ist denn da los? Uni zerstört ihre Wohnung, das ist in Ordnung. Gut. Sie darf das, denn sie wohnt hier. So, mittlerweile, wie gesagt, habe ich mich dann gefreut, als der Band dann endlich angekündigt war und hat auch eine super Aufmachung bekommen. Finde ich, also schön mit Spotlight vorn drauf, schönes Albenformat und so weiter und so fort. Sehr schönes Cover. Ist auch pünktlich noch erschienen, dass ich es schön im Urlaub lesen konnte. Und im Grunde ist es, geht es darum, dass die Märchenfiguren, die halt sich die Gebrüder Grimm damals ausgedacht haben oder zumindest die Geschichten weiter verbreitet haben und aufgeschrieben haben, dass diese Märchenfiguren ja Nacht um Nacht praktisch ihre selbe Rolle spielen müssen. Mhm, weil die Geschichten werden ja immer wieder erzählt. Und die haben das irgendwie satt. Die wollen das nicht mehr. Und das ist ein gerne aufgegriffenes Thema, der Grundplot, der aber immer wieder gut ist, meiner Meinung nach. Und die wollen halt hier so ein bisschen rausbrechen und einer, der das Ganze überwacht, der heißt halt Grimm. Also das ist dann im Grunde der große, ich sag jetzt Big mal, Brother. Big Brother der Märchenwelt, der dann darauf achtet, dass da halt alles seinen gewohnten Gang geht. Und die Märchenfiguren lehnen sich halt immer mehr auf und er hat dann so ein Mittel der Gehirnwäsche, was er dann anwendet, um die wieder gefügig zu machen und in ihre Rollen zurückzuweisen. Und um das Ausbrechen geht es so halt auch so ein bisschen im ersten Band. Ich weiß, dass jetzt noch ein zweiter Band kommen wird und damit dürfte aber der erste Zyklus soweitgehend abgeschlossen sein schon. Weiß nicht, inwiefern ist dann noch weiter. Ich glaube, ein zweiter Zyklus ist geplant. Mhm. Ist in der Mache. Und das bereits erwähnte Offenbarung wird jetzt bei Popcom auch nochmal erscheinen. Im nächsten Jahr, glaube ich. Wird man dann nochmal besprechen, wenn es soweit ist. Ja, aber uneingeschränkte Kaufempfehlung. Wie gesagt, die Story ist jetzt nicht innovativ, aber die ist gut umgesetzt. Also Es geht bei Stories auch nicht darum, dass es was Neues ist, sondern dass es gut umgesetzt wird. Das ist das Wichtige. Die Zeichnungen sehen sehr schön aus. Die Zeichnungen sind der Hammer. Also wie gesagt, Humberto Ramos, ich mag ihn sehr. Und gerade wenn er hier so noch ein bisschen Freiheit genießt und so ein bisschen Spielerei mit reinbringt,
Schraffuren und Sachen. Also das gefällt mir richtig gut. Das hat er halt in Offenbarung auch schon gemacht. Viele kennen ihn ja auch durch seine Superhelden-Comics. Da hat er jetzt diese Freiheit nicht. Das kommt alles relativ platt. Ja, wahrscheinlich auch, weil es von jemand anders koloriert wird oder keine Ahnung. Jedenfalls sind diese Sachen dann einfach nochmal eine Augenweide. Ja. Also ich mag ihn auch bei Superhelden, aber da mag ich ihn halt noch mehr. Oder seine Zeichnungen. Die kommen dann einfach besser zur Geltung. Sicherlich viel an der Koloration liegt. Was? Ja. Ja, ich habe ja die Sachen, die ich von dir und von Breedstorm geliehen hatte, letztes Mal gelesen. Und ich muss sagen, das hieß es Nautica. Eine nautische Farbe. Eine nautische Farbe fand ich sehr schön, muss ich nochmal sagen. Wirklich fantastische Story. Die Zeichnungen im ersten Moment nicht so schön, aber passen gut dazu. Okay. Die Farbgebung super nice. Und von dir das mit den beiden Freunden, mit dem Auto, wo er ihn zum Ach so, Haus ja. Wie hieß das? Das Kammerstück da quasi, das, ja. Das fand ich die auch, Einladung. Genau, die Einladung, das fand ich auch ziemlich cool. Hat eigentlich einen simplen Grundplot, aber die Freundschaft ist richtig gut dargestellt gewesen, war sehr schön. Ja. Hat mir auch besser gefallen, muss ich sagen, als das mit Sommer. Als diese Sommergeschichte. See, genau, ein Tag am See oder so, das von Breedstorm mit den beiden Mädchen war in Ordnung. Hat mir aber irgendwas ein bisschen gefehlt, während diese Geschichte mit den beiden Freunden, die Einladung sehr, sehr gut gemacht war vom ganzen Aufbau her, fand ich. Die Charaktere werden, obwohl es relativ kurz ist, sehr deutlich klar, ihre Beziehung wird sehr schön dargestellt und am Ende war ich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Also es hat einen sehr schönen Nachgeschmack bei mir hinterlassen. War ein rundes Comic, ja. Ja. Kann man auch mal empfehlen an dich, so mit Comics noch nicht, aber wenn es mal wieder mitbringt, dann kann man das ja das mal. Das liegt jetzt momentan hier, ich bin ja schon fertig. Ach so. Uni wollte es aber noch lesen. Nee, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Das hier sieht auch schon sehr cool aus. Ich habe jetzt das Leichen. Die Tor-Sachen gelesen und noch mehr Stuff. Oh Gott, und halt jetzt die ganzen Mangas. Ich bin voll, völlig, werde gerade immer kränker, es tut mir leid. Ja. Gut. Eins hätte ich noch zum Abschluss, glaube ich. Und dann sind wir so auch größtenteils schon durch. Wollen ja den Breedstorm noch ein bisschen Redezeit überlassen. So. Shakes and Fidget, wem sagt das was? Schon mal gehört? Ja, von dir. Ja. Dir fehlt der Außer Breedstorm von mir jetzt. Als Ballspieler. Ja, gut, das. Hätte wahrscheinlich in dem Fall auch nichts gebracht. also im Grunde ist das eine Webcomic-Reihe, meine ich, als Webcomic-Reihe entstanden, als Parodie. Ja, als Parodie. Fidget, natürlich, ja, Webcomic. Davon habe ich schon mal gehört, nicht von dir, sondern von dem Webcomic. Als Parodie auf World of Warcraft. Genau, ja. Und stimmt, ja. Und auf D&D und sowas. Ich glaube, es wurde dann auf insgesamt auf diese Hack and Slay und MMOs und so ein bisschen. Ja, so, ja, denke ich mal, dass es so in die Richtung geht. Also ich bin jetzt hier. Danach noch was. Erzähl okay. Weiter. Ich bin jetzt ja nicht so der große Rollenspiel-Fan, aber ich habe es trotzdem genießen können, das Comic. Stimmt, ich hab die online. Manchmal Begriffe gefallen sind, wo ich jetzt nicht hundertprozentig was mit anfangen kann, aber trotzdem hat es mich gut unterhalten, weil der Grundhumor ja einfach rüberkommt. Also die nehmen halt im Grunde diese ganzen Rollenspiele Geschichte so aufs Korn. Man schaut sich die Abenteuer an, die so ein bisschen angelegt sind wie Quests in irgendwelchen Spielen. Und die Gruppe ist halt das Klassische. Es gibt einen Dieb, einen Krieger, einen Magier oder sowas nach dem Motto. Ja, in dem Fall sind es einfach nur zwei, also ein Krieger und ein Magier. Ich glaube, im Webcomic gibt es zwischendurch noch, noch andere Also Klasse später dabei. Kommen dann immer noch so ein paar andere mit dazu. Genau. Und aber das sind immer mehr so Gastauftritte. Die Kernfiguren sind halt die beiden. Und es geht hier in diesem Band, in diesen abgedruckten Geschichten, geht es halt so auf ein, zwei Seiten immer so um kurze Geschichten.
So war der kurze Abenteuer. Die Web-Dings auch, ja. Und zum Ende hin gibt es dann mal eine Art Storyline quasi noch dazu. Also es gibt auch die Storyline. Mhm. Ja, der Webcomic war halt auch nur sehr kurze Strips. Mhm. Und zwischendurch haben sie dann aber mal ein bisschen Story, wie das bei den meisten Webcomics ist, die meistens als Shortstrips starten. Und wenn du dann merkst, es läuft und auf einmal ein Gefühl für die Charaktere hast, dann kommt meistens auch so ein bisschen Hintergrundplot, der sich durchwebt. Gezeichnet hat das Ganze Marvin Clifford, der auch mit Chislavin jetzt relativ bekannt geworden ist. Und das, was er jetzt allein macht. Geschrieben hat es halt der Oscar Panier, keine Ahnung, wie er sich jetzt wirklich ausspricht. Und schön finde ich halt auch, dass sie hinten drin nochmal die allererste Geschichte in verschiedenen Versionen drin haben. Die haben sie wohl immer, die hat er wohl immer wieder mal gezeichnet in verschiedenen Abständen. Und da kann man schön so ein bisschen die Entwicklung erkennen. Das passiert aber häufig. Ich glaube, ich habe auch mal eine Geschichte dreimal gezeichnet. Ja. War ja gar nicht so bewusst. Und tatsächlich gab es zu Shakes and Fidget dann auch noch ein Browser-Game. Das Point-and-Click. Das fing ja als Webcomic an. Ja, Point-and-Click-Adventure oder sowas in der Art. Aber ich hab zwar mal kurz reingespielt, aber hat mich jetzt irgendwie nicht so gepackt. Nee, dann doch lieber die Comics. Ich hab die Webcomics mal gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf der Seite war oder manchmal wird ja auch auf anderen Seiten dann sowas verlinkt wie, ha, das passt hier voll gut rein. Wer spielt hier Rollenspiele? Ich. So. Dann kannst du es. Ich habe das schon online gelesen. Alles? Ziemlich viel. Willst du nochmal? Na gut. Dann halt nicht. Ich habe schon zwei Sachen zum Perlen vor die Säue. Ich habe mal jetzt reingeguckt, aber ich habe gemerkt, das ist nicht so meine Welt. Ja. Also es ist halt sehr cartoonhaft gezeichnet. Klar, wer jetzt den Zeichenstil von Marvin kennt. Das ist vor allen Dingen was kennt. Für Leute, die RPGs, MMOs oder halt Pen and Paper spielen. Genau. Daher ein bisschen die Begrifflichkeiten kennen, weil dann es wird halt schon öfter, wie gesagt, was also, aufs Korn genommen. Ja. Gerade wenn die sich um irgendwas zanken. Also ich habe jetzt nicht so, wie gesagt, die Erfahrung damit mit diesen Spielen, aber das meiste habe ich dann doch verstanden. Also es gibt wenige Momente, wo ich jetzt mal wirklich ratlos davor gestanden habe, aber der Humor wird trotzdem transportiert und es wird einem, find ich, sogar einiges erklärt aus dieser Welt. Mhm. Ja. Die Uni hat noch was. Ja, ich mache noch kurz Werbung. Sie macht ein Plakat auf. Was kommt da jetzt? Ja, die kommen jetzt auf Deutsch. Und zwar die Girls with Panzers. Oh, Girls with Panzers. Girls with Panzers, okay. Kommt jetzt auf Deutsch bei, Moment, KSM Anime, bla, was auch immer. Ja. War auf jeden Fall auf der Fenichi, freut mich sehr. Ist das ein Anime-Serie? Ja, Anime, genau. Ist eine Anime-Serie. Mit Mädchen und Panzer. Ja, es gibt eine Schule. Eine Cartoon-Serie oder ist das eine Filmserie? Ist ja. Ein Anime. Es gibt doch Anime-Filme, die jetzt richtig. Das heißt dann Realverfilmung, so wie bei Cartoons auch. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Steffen, ist ein Anime. Okay. Animes sind gezeichnet. Es gibt ja, Animes, ich weiß. Mit echten Menschen. Nein, das habe ich auch nie behauptet. Ich habe gerade gesagt, es gibt Anime-Kurzfilme als TV-Serie, Sailor Moon oder sowas. Es ist eine Serie. Es gibt Anime-Filmserien, die halt, wo dann ein Film halt mal 90 Minuten geht. Oder nicht? Ich glaube, du kennst die AMVs, die werden aber nur für den deutschen Markt produziert. Also, nee, okay. Reden wir nicht weiter drüber. Okay. Das ist eine ganz normale Anime-Serie. Ja. Und ganz normale Mädchen, die in einer Schule lernen, wie man Panzerkrieg. Ja, weil Panzerkrieg nämlich in dieser Welt. Was sehr damenhaft ist. Ja, das ist, was edle Damen lernen, Panzer fahren. Ja. Und deswegen, und verschiedene Schulen, das ist in der ganzen Welt so, verschiedene Schulen und die gibt es, die edle Damen haben und du darfst dann deine Schule vertreten und eigentlich ist die Schule ziemlich unten durch gewesen, ja, glaube ich sogar, und du schaffst es dann mit deinen Freundinnen zusammen im Panzerkrieg gut zu werden, sie zu begeistern und ihr bringt eurer Schule dann Ehre, so indem ihr Panzerkämpfe gegen andere Schulen habt. Deswegen sitzen jetzt in Schuluniformen auf dem T-34. Ja, okay. Ja. Girls with Panzer. Sehr es cool. Ist eine Schuldisziplin. Am Anfang hat so Schule ein geringes Budget, deswegen müssen sie ihre Panzer selber lackieren. Stricken, Panzer fahren. Ja, genau. Ja. So.
müsst ihr euch das vorstellen. Ja, und es ist gerne. Einfach saugeil. Die gehobene Mädchenschule. Okay. Da müsstest du doch ein Mädchen sein in der Welt. Denn genau. Nur Mädchenpanzer, das ist nichts für Jungs. Genau. Mädchenpanzer. Okay. Tja, da habe ich mal wieder Pech gehabt. Es ist auch sehr schön, die Kämpfe sind auch immer sehr unterschiedlich. Also es wird nicht langweilig in der Serie, weil sie am Anfang sind sie planlos unterlegen und müssen auf Guerilla-Taktiken zurückgreifen oder Tricks, weil sie schlechte Panzer haben, die sie selber irgendwie wieder zum Laufen gebracht haben, weil die Schule halt kein Geld hat, weil die haben keine Förderung bekommen, weil die Schule einfach keine schöne Mädchenschule. Ja, genau, es ist keine edle Schule und sie kriegen erst dann Geld mehr rein, als sie auf einmal gewinnen und die Schule sagt, oh, ihr bringt uns Ehre, unsere Schule wird bekannt und populär. Hier, kauft coole Panzer, rüstet eure Panzer auf. Ja. Lackiert eure Panzer mal neu, ihr habt ein bisschen Geld. Ja. Das heißt, wir fangen so an mit Schnellkochtöpfen, die sie in der Straße vergraben mit Sprengstoff. Ja, das ist wunderschön. Ja. Es ist wunderschön und das sind wirklich Perlen des Animes, die wir gesehen haben. So. Ja. Girls und Panzer war wirklich schön. Und das kommt jetzt auf Deutsch? Das kommt jetzt, glaube ich, im Herbst auf Deutsch. Okay. Eine DVD-Box im Schuber. Diese Information habe ich von der netten Dame am Stand. Wird dann natürlich sofort gekauft. Ich gehe mal davon aus, dass mein Mann sich das holen wird. Ja. Wenn es Untertitel hat. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit den deutschen Anime-Boxen. Okay. Das war recht teuer und dann ist nichts, also wenn du halt taub bist und so als Info an Produzenten sind schon geil Untertitel, ne? Ich finde Untertitel auch cool, wenn ich mir Sachen auf Englisch hole und manchmal nuscheln die und dann ist es schon schön, wenn es einen Untertitel hat als Nicht-Muttersprachler, weil ich dann sagen kann, oh, das sagt er in dieser Szene. Jetzt ist das auf einmal witzig. Was ist gemeint? Es gibt einen Film, den Elephant, der ist von Gus Van Sant, der hat doch, glaube ich, den... ach Gott, das ist mir wieder entfallen, aber der hat da an dem Film eben nur Laienschauspieler drin. Und das heißt, die nuscheln alle durch die Bank weg, ohne Untertitel, bist du völlig verloren. Und so ist es halt häufiger mal. Und nicht nur Untertitel für, man möchte das Englisch verstehen, sondern man möchte das auch mit seinem tauben Mann gucken. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, Girls with Panzer anschauen, ist in dieselben Ecke wie Gunslinger Girl, oder? Würde ich jetzt mal so. Ja, ja schon so ein bisschen. Also, wer Mädchen mit Waffen mag oder Panzer. Ist ja voll gut aufgehoben. Also wer Schulmädchen mit Panzer mag. Ja, genau. Wahrscheinlich sowas ist es wie K-On! Mit Panzer. Ja, ja, es ist ein bisschen wie K-On! Mit Panzer. Bin schon wieder raus. Genau, es ist ein niedlicher Mädchenclub, nur dass sie Panzer aufrüsten und über Kriegsstrategien reden. Ich kann mich nur noch bei ganz Dinger Girl erinnern, wie sie am Ende alle zusammensitzen und dann Freude, schöner Gotter, Funken singen. Das ist schrecklich. Götter Finken. Und sie ist, Leute, nein, hört auf damit. Schön. Ja. Sowieso, das ist eigentlich eine ganz eigene Podcast wert. Japaner und ihr Deutsch-Fetisch. Oh ja. Rubelblatt. Oh ja. Ja, und ihre wunderbare Englisch-Aussprache. Hallo Mutter, schön dich zu sprechen. Wir haben einen Auto. Sie kann so toll Deutsch. Oh mein Gott, sie ist so talentiert. Baumkuchen. Leute. Jetzt Miyazaki wieder, ne? Das gibt's nur einmal. Das kommt nie wieder. Oh mein Gott. Okay, also ich merke schon, wir haben noch Themen. Ja. An Themen reicht's nicht ab. Ja. Was ich ganz gern mal Gäste frage, die das erste Mal da waren. Wie hat es denn so gefallen? Gefällt, sehr gut. Ja? Ja, es ist heute auch, eine auch, sehr untypische Folge. Das ist wieder mal eine sehr chaotische und... chaotisch ist es nicht, es ist untypisch. Normalerweise haben wir viel mehr Start. Ich sag, das ist chaotisch, so. Wir hatten sehr wenig Penis und Brust. Könnt ihr jetzt alle nochmal rausfeuern. Weil Breedy nicht hier ist, der immer sagt, dass wir daran schuld sind. Wir haben nicht einmal... An den penisförmigen Raumschiffen. Das war Breeding, damit haben wir. Er redet immer von Penissen und dann sagt er, wir sind es gewesen. So. Auch wenn jetzt heute dein Thema nicht so dabei war, aber. Hey. Ja, immerhin nur Pienchen, ja. Gut. Alter, hier. Aber sonst, aber
wenn wir nochmal so die Themen, den Themenschwenk machen, dann kommst du bestimmt nochmal wieder. Ja, ich sollte mal die Bücher einsammeln, die ich eigentlich vorstellen wollte. Ja, genau. Dann stellst du mal deine Comics vor, die du so gelesen hast. Und dann, wie gesagt, wenn du weit genug bist, können wir auch gerne mal über deinen Comic sprechen. Ja, das ist, ja, so in 10 Jahren, ne? Eine Woche pro Seite. Ja. Wir müssen dann demnächst auch mal den Moritz einladen. Ja, das haben wir ja versprochen. Ja, der ist ja jetzt auch fertig. Ja, das sollten wir in der nächsten Episode dann, sollten wir gucken, dass wir den Moritz reinbekommen. Ja, und damit hätten wir es eigentlich. Vielleicht ist das nächste Mal auch der Friedstone wieder dabei. Und das Albi wollte auch noch ein paar Comics vorstellen, eventuell. Und, ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich habe Kopfschmerzen. Ja. Die Weisheit des Tages kommt gleich noch. Die Weisheit des Tages läuft weg. Ja. Deswegen enden wir das jetzt erstmal hier an der Stelle. Also, vielen Dank an Florian. Klopf, klopf. Es muss jetzt noch sein, ne? Jetzt muss noch mal einer klopfen. Ja, Steffi und Feli und Oni und Flori und Albi ist weg. So wie ja. Pretty. Wir wünschen euch einen schönen Oktober. Ja. Wird noch mal ein bisschen comic-lastig. Happy Halloween. Wir genau, Ende Oktober ist dann Halloween. Stimmt, so könnten wir eigentlich fast eine Halloween-Episode machen. Gucken. Ja. Oh das Gott, was machen wir in der nächsten Episode? Da müssen wir den wie heißt er? Moritz. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Moritz einladen und dann machen wir noch eine Halloween-Episode draus. Das das passt gut. Halloween-Episode, das ist eine gute Idee. Es gibt so viele Halloween Serien. Wir haben dich schon zu unserer Halloween-Party eingeladen. Nee. Ist der eingeladen? Natürlich ist er eingeladen. Genau. Ich bin eingeladen. Nur Brady ist nicht eingeladen. Ja, das tut mir jetzt leid. Das macht man schon darf nicht. Ja. Ja, ja. Wir haben noch nicht eingeladen, die Einladungen gehen noch raus. Wir wollten das diese Woche machen. Wir waren lazy. Ja. As fuck. Macht ja nichts. Lazy as fuck. Ich war auf der Konichi. Und ich habe mich echt erkältet. Ja. Deswegen. Ich habe Samstag die Einladung mit R zusammen angefangen zu machen. Und dann haben wir geschlafen, weil wir 2 Tage durchgemacht haben. Ja. Ich war froh, dass mein Mann beschäftigt ist, weil ich auf der Konichi war. Wir haben total offenbarerisch Assi auf einer Parkbank gesessen. Und gefüttert. Oh Gott, bevor das jetzt einreißt. Ja. Vielen Dank nochmal in die Runde und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. So, Freunde der Nacht. Diesen Monat hat es ja leider nicht geklappt, dass ich die anderen Cookies irgendwie treffen kann. Inklusive der Anwärter-Cookies. Aber ich habe natürlich auch einige Sachen gelesen und über die wollte ich ein bisschen was berichten. Der Alban hatte ja in der letzten Folge eine alte Punisher-Geschichte gelesen und war der Ansicht, dass das nicht besonders gut gealtert ist. Das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, einige ältere Comics zu lesen, die ich auch schon längere Zeit hier rumstehen habe. Und einfach mal zu überprüfen, wie die so auf mich wirken. Los geht's da mit den Darkhawk Classics. Die Figur des Darkhawk geistert ja immer mal wieder so als Nebenfigur durch die verschiedenen Marvel-Geschichten. Und in den Darkhawk Classics wird die Geschichte der Entstehung erklärt. Und zwar ist das geschrieben von Danny Fingeroth. Und gezeichnet von Mike Manley. Und im Prinzip ist es eine typische 90er Jahre Grim and Gritty Geschichte über den jungen Darkhawk. Also der ist seines Zeichens Chris Powell, ist ein Jugendlicher. Sein Vater ist ein Polizist. Und bei einer größeren Sache passiert es dann, dass sein Vater verschwindet. Und er plötzlich aber dieses Darkhawk-Kostüm findet und dann nach einiger Zeit beschließt, damit Verbrecherjäger zu werden. Also im ersten Moment will er sich nur gegen so typische Gangster wehren, die ihn verfolgen.
Und im Laufe der Geschichte wird es aber immer mehr und mehr, dass er versucht rauszufinden, was hat sein Vater, der ja Polizist ist, mit den Gangstern zu tun? Hat er möglicherweise sich von denen bestechen lassen, wie andere deren Kollegen, die das auch gemacht haben? Und das Ganze ist, glaube ich, aus den frühen 90er Jahren. 1991 kam da die erste Geschichte raus. Und er trifft natürlich während seiner Verfolgung von diesen Gangstern auf alle möglichen anderen Helden, wie zum Beispiel Captain America oder Daredevil, mit denen er dann zusammenarbeitet, also die typischen Gastauftritte, um die Serie noch ein bisschen aufzupeppen. Stilistisch ist es auch sehr, sehr stark im 90er-Fokus schon. Mike Manley geht auch so in die Richtung des jungen McFarlane, also noch nicht also aus seiner Vor-Spider-Man-Phase so ungefähr zeichnet er hier auch. Man sieht aber schon, dass der Anfang noch eher so ein bisschen 80er beeinflusst ist. Das ist schon an der Frisur von Chris Powell. Erst hat er noch einen schönen Fukuhila, während er sich im späteren Verlauf dann eine ordentliche Frisur schneiden lässt. Nebenbei gibt es noch die Nebenfiguren, seine Brüder oder auch seine Mutter, die natürlich auch darunter leiden, dass sein Vater weg ist. Meiner Meinung nach hätte da ein bisschen mehr kommen können bei der Charakterisierung von den Nebenfiguren. Die werden zwar immer wieder so am Rande dargestellt, aber so richtig warm bin ich mit denen nicht geworden. Ja. Natürlich das unvermeidliche Aufeinandertreffen mit dem Punisher ist auch dabei. Und dieser Band beschreibt, wie gesagt, die Anfänge, erklärt aber, kommt aber da noch nicht so zum Ende. Also wir wissen, also ich zumindest weiß immer noch nicht, was jetzt mit seinem Vater ist und so weiter. Sind auch die ersten 9 Ausgaben enthalten. Also ich denke, da haben sie das Rätsel relativ lang gezogen. Er hat recht viele Kräfte, die ihn durch diese Rüstung oder was immer das auch ist, zur Verfügung stehen. Also er hat auch so krallenartige Absätze an seinen Handschuhen wie Wolverine und hat noch den einen oder anderen weiteren Trick in der Zaubertüte. Also er kann natürlich auch fliegen, ne? Heißt ja Dark Hawk, ne? Fliegen. Und er muss sich noch viel selber finden. Überlegt zum Beispiel auch einen Schurken dann zwischenzeitlich umzubringen. Aber wer könnte es anderes sein als Spider-Man, dem sagt, das ist nicht der richtige Weg. Ja. Insgesamt für mich nicht so das, was ich mir darunter erhofft habe. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Geschichte und ein bisschen weniger Prügelei erwartet. Wie gesagt, in dem Kontext, wie das Ganze entstanden ist, ist es sicherlich modern gewesen, aber heutzutage würde es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ja, aber wer sich das aus, sag ich mal, historischen Gründen ansehen möchte, für den ist das auch keine schlechte Wahl. Ein weiterer Band, der mir sehr, sehr gut gefallen hat als Retro-Comic, ist Resurrection Man von Dan Abnett, Andy Lanning und Butch Hughes. Und zwar geht es darum, dass der Resurrection Man plötzlich, mehr oder weniger dadurch startet, dass er, wie der Name schon sagt, wiederbelebt wird und zunächst ohne Erinnerungen ist, was er gemacht hat. Er sieht auch am Anfang ziemlich finster aus, da hat er noch lange weiße Haare und so einen Triebtätermantel aus schwarzem Leder trägt er gerne mit sich rum. Und er hat so ein bisschen jetzt die Aufgabe zu gucken, wo kommt er denn jetzt eigentlich her? Und das Einzige, was sich im Laufe der Geschichte da so ein bisschen rausstellt, ist, dass er jedes Mal, wenn er stirbt, halt wiederbelebt wird. Und dadurch aber auch jedes Mal eine andere Superkraft hat, passend oder gerade mal nicht passend. Und auch hier gibt es innerhalb der ersten Bände dann mal eine frisurmäßige Anpassung. Also von den langen, wallenden Haaren macht er sich einen schönen weißen Kurzhaarschnitt. Hat dabei auch so einen Gegenspieler. Das ist ein Afroamerikaner mit leichten Rasterlocken, der wohl eine ähnliche Fähigkeit hat.
aber auf einem ganz anderen Trip zu sein scheint. Und im Lauf der Geschichte kommt immer mehr heraus, dass er vorher wohl ein Anwalt war, der wohl auch mit der Mafia zusammengearbeitet hat. Aber für ihn ist es halt sehr, sehr schwer rauszufinden, was jetzt eigentlich wirklich abgegangen ist in seinem vorherigen Leben. Er findet zum Beispiel raus, dass seine Frau noch lebt. Und das auf eine sehr uncharmante Weise findet er raus, dass die jetzt mit einem guten Kumpel von ihm zusammen ist. Und ja, auch da gibt es natürlich Aufeinandertreffen mit diversen Figuren aus dem DC-Universum in diesem Fall. Zum Beispiel trifft er auf Hitman, was sehr, sehr schön ist, die Figur wiederzusehen, wie sie damals geschrieben wurde. Aber auch andere, wie zum Beispiel Batman, gibt es ein Aufeinandertreffen. Es ist definitiv eine Serie, die auch einen recht hohen Gewaltgrad hat, aber auch einen sehr, sehr unterschwelligen Sinn für Humor. Also wie schon gesagt, er findet dann irgendwann raus, dass seine Frau irgendwas mit seinem Kumpel laufen hat, und das, aber das findet er nicht gleich heraus, sondern geht dann irgendwann zu ihr, sieht seinen Freund, wie er so ein Superheldenkostüm hat von einem Softdrinkhersteller aus der Stadt, wo die ansässig waren. Und also er versteht erst gar nicht, dass die da dass die da ein dreckiges Rollenspiel eigentlich vor sich hatten. Also das wird auch nicht so wirklich erklärt. Also man sieht den Moment, wo er es versteht, aber so richtig in Worten erklärt wird es dann nicht. Und da gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo das so unterschwellig die Erklärung ist, dass man sich einiges selber dabei denken muss. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht hier so mit der Lupe drauf und da ist es jetzt, sondern man muss sich selber erarbeiten. Zeichnerisch ist es ein recht hohes Niveau, was der Herr Juice, Butch Juice, also mit G, nicht mit J, da gemacht haben. Macht auch heute noch richtig, richtig viel Spaß, das zu sehen. Und von der Atmosphäre würde ich das mit den Swamp Thing-Ausgaben, wie wir sie zum Beispiel von Alan Moore gesehen haben oder so, in diesen Kanon würde ich das mit übernehmen. Sehr schön ist auch gleich am Anfang, als der Penner gleich durch die Gegend zieht, eine Bedienung vom Restaurant dazu erbarmt, ihn mit nach Hause zu nehmen und ihn aufzupäppeln, dass man dann denkt, okay, das wird jetzt seine Gefährtin, was aber dann doch ganz, ganz anders kommt. Und ja, also wirklich richtig guter Band, richtig fetter Band auch. Da ist nämlich immer 1 bis 14 enthalten. Und ja, leider, die danach gibt es nicht als Trade Paperback. Da werde ich wohl mal bei Comixology zuschlagen müssen. Stattdessen gibt es eine New 52-Serie von Resurrection Man, auf die ich auch gespannt bin. Die habe ich mir auch schon geholt und da werde ich dann in einer der nächsten Folgen drüber berichten. Aber ich kann jetzt schon vorwegnehmen, also Resurrection Man hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist von dem ganzen Retrogramm, den ich jetzt gelesen habe, ja, die beste Serie. Ja, was nicht nur an den netten Zeichnungen von den Damen da drin liegt, also da wird auch immer ein schönes Augenmerk drauf gelegt, dass die schön dargestellt werden, aber halt nicht nur. Ja, also da ist gibt es einiges zu sehen. Zwischendurch ist auch mal ein anderer Zeichner und da merkt man gleich, dass da die Stimmung nicht so richtig aufkommen will. Also der Hauptzeichner, der macht hier eine Menge an der Serie aus. Wie gesagt, wer auf klassisches DC-Material, was auch heute noch bestehen kann, steht, für den ist es genau das Richtige. Dann habe ich mir noch was geholt, diesmal aus den 50ern. Und zwar ist das Young Marvel Man Classics. Wie schon mehrfach bejubelt von mir, gibt es ja nun die Miracle Man Bände, die Panini rausgebracht hat. Und passend dazu habe ich mir von Marvel, die haben ja dann irgendwann die Rechte gehabt, den Young Marvel Man, der ja da auch verstrickt ist, in Miracle Man geholt. Also es gab ursprünglich den normalen Marvel Man und dann hat man, wie bei vielen anderen Serien auch, hat man dann ein jugendliches Pendant dazu gebildet. Und ja, das ist unter anderem hier der Young Marvel Man, der hier in Ausgaben aus
aus den 50ern aus Großbritannien zum Zuge kommt. Ja, Marvel hat wie gesagt jetzt die Rechte dazu und die haben auch gleich einen schicken Hardcover-Band zu der Serie rausgebracht. Mit einem sehr, sehr geilen Cover von jugoslawischen Name Djordjevic. Ja? Ja, sieht richtig, richtig geil aus, der Band. Wenn man allerdings das Plastik wegmacht, erkennt man so einen leichten Etikettenschwindel da dran, weil im Inneren befindet sich das Original, wie es wahrscheinlich, das Material, wie es wahrscheinlich original auch erschienen ist, nämlich in Schwarz-Weiß. In ganz anderen Stil natürlich, als es der Coverzeichner gemacht hat. Und auf, ja, ich kann es nicht anders formulieren, Zeitungspapier. Also das ist richtig, richtig raues, graues Papier, auf dem das hier gezeichnet wurde. Und das ist natürlich, war ich natürlich überrascht, zumal der Band hier mit $34,99 nicht gerade ein Schnäppchen ist, ne? Also er ist nicht so wahnsinnig dick, dass man das sagen könnte, das rechtfertigt. Also sind 166 Seiten. Wobei hinten die Cover nochmal im Bund drin sind, aber also da war ich schon das erste Mal wirklich angepisst, als ich gesehen habe, ja, also das hätte man genauso gut auch in Essential reinpacken können, beziehungsweise bei DC heißt es ja DC Showcase, also diese telefonbuchformatigen Bände, und hätte das für einen wesentlich günstigeren Preis raushauen können. Ich meine, es sieht geiler aus, gar keine Frage. Aber richtig, richtig feiern konnte ich das bei dem Preis nun wirklich nicht. Ne? Die Geschichten sind dementsprechend auch ja, sehr, sehr altbacken. Also der Young Marvel Man kämpft hier gegen Kampfroboter, gegen Kriegsschiffe, gegen Gangster, und ist immer relativ einfach gehalten. Hat ähnliche Kräfte, sag ich mal, ein bisschen wie Superboy. Ohne die ganzen Blicke, die der Superboy noch hat, ohne Röntgenblick und solche Geschichten. Kann aber halt fliegen und ist sehr, sehr stark und nicht so wirklich zu verwunden. Das alter Ego ist ein Telegrafenbote. Also das heißt, der junge Mann ist immer am Zahn der Zeit, wenn da irgendeine Nachricht kommt, oje, eine Flotte von Kriegsschiffen stürzt auf uns zu, bringt das Telegramm zu, dann kann der Young Marvel Man eingreifen, verwandelt sich bei dem Ruf Jezem, nein, natürlich nicht, sondern Marvel Man in den Young Marvel Man und kann dann sich dem Kampf zuwenden. Wie gesagt, alles in Schwarz-Weiß, in etwas unsteten Stil, der einen gewissen Charme natürlich hat. Aber ob ich dafür jetzt $35 hätte ausgeben müssen, was ich natürlich nicht habe, weil ich den günstiger gekauft habe, aber vom normalen Coverpreis steht es echt in überhaupt keinem Verhältnis. Das muss jetzt zur leider feststellen. Also da hätte ich etwas mehr erwartet für das Geld. Ja, also das hinten drin haben wir auch bei den Cover, es sind sehr, sehr klischee-mäßige Zeichnungen, wie wir sie zum Beispiel auch von den ersten Tim und Struppi-Bänden so kennen, so Tim im Kongo. Da gibt es hier hinten drin auch eine Folge, wo er offensichtlich beim Stamm von Afrikanern ist, die auch alle sehr, sehr klischee-mäßig wieder in komplett schwarz mit dicken Lippen und Ohrringen und Kraushaar gezeichnet werden. Also ich sage mal, das könnte man heute nicht mehr so bringen. Aber ist natürlich der Geschichte geschuldet, wie gesagt, kommt aus den 50ern. Gott, ich sehe, er verprügelt sogar einen von diesen auf dem Cover. Conrad Slaves heißt die Ausgabe. Ja. Also wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also ich mochte die Panini-Bände von Miracle Man sehr gerne, aber hier der Young Marvel Man hat mir jetzt nicht so zugesagt. Also auch in den Panini-Bänden ist der Stil ja teilweise dann in so einen klassischen Zeichenstil um die Vergangenheit von Miracle Man und Young Miracle Man zu beleuchten gegangen. Aber so durchgängig ist es
nicht so ideal. Auch die redaktionelle Bearbeitung lässt zu wünschen übrig. Es wurden nämlich jeweils die Redaktionsseiten drin gelassen, was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Einmal geht es um so einen Young Marvelman Club, der gegründet wurde, wo man dann hinschreiben konnte und hat irgendwas bekommen, seine Clubkarte und eine Codetabelle. Und auch der Editor hat hier gerne mal reingeschrieben, was so gerade Masse ist und was sie beabsichtigen, jetzt rauszubringen. Ist alles in Ordnung. Bloß manchmal sind die Sachen halt doppelt. Das heißt, die sind einen Monat erschienen und im nächsten Monat gab es offensichtlich nicht neues Material und hat man es wieder reingetan. Ob das jetzt in diesen Band hier unbedingt reingemusst hätte, das wage ich zu bezweifeln, weil richtig die Atmosphäre transportieren, wie es zum Beispiel bei Leserbriefen der Fall ist, tut es halt auch nicht. Ne? Also unterm Strich, der Young Marvel Man von Marvel sehr verzichtbar. Ja, was habe ich sonst noch gelesen? Dann hatte ich erstmal genug von klassischem Material und habe mir mal was halbwegs Neues aus dem Regal gezogen. Und zwar hatte ich dann noch drin stehen den Copperhead von Image Comics. Das gute Stück ist von Jay Ferber geschrieben worden und von Scott Godlewski gezeichnet. Und es geht eigentlich darin los, dass eine junge Dame auf einem fremden Planeten in die Stadt namens Copperhead reist. Und weil sie möchte Sheriff werden in dieser Stadt. Man merkt, sie möchte irgendwas aus ihrer Vergangenheit da zurücklassen. Und das steht noch nicht richtig fest. Und sie wird auch schon ziemlich schnell angegraben in diesen Zug von einem Mitpassagier, den sie überhaupt nicht leiden kann. Und schon kommt der erste Herr, der ihr helfen will, steht ihr dann zur Seite, fängt eine Schlägerei an und an den nächsten Bahnhof packt sie die zwei Herren und schmeißt sie halt aus dem Zug, weil sie will einfach nur ihre Ruhe und man sieht aber schon, dass sie durchaus geeignet ist, um körperlich um ein Sheriff zu sein, auch wenn es auf diesem Planeten Aliens gibt, die doppelt so groß sind wie sie und auch wesentlich stärker. Ja, also sie kann sich da sehr, sehr gut durchsetzen. Und abgeholt wird sie vom Deputy, der einen sehr, sehr außerirdischen Namen hat, nämlich Bud Roxy Finicus. Und sie nennt ihn dann kurzerhand Boo, was wieder eine schöne Anspielung ist auf Me and You in the Dog Named Boo, weil so ein bisschen Hunde, also er sieht so ein bisschen aus, eine riesige Mischung aus einem Eichhörnchen und einem Hund. Und wesentlich größer als sie auch. Und er war vorher der Deputy. Und bloß der Sheriff kann er nicht sein, weil die Menschen haben wohl gegen die Aliens irgendwann mal den Krieg gewonnen. Und demzufolge kann er nur der Deputy sein, aber nicht der Sheriff. Ich dachte schon, ist da wieder eine Anspielung auf die Schwarzen und die Sklaverei und so weiter und so fort drin. Aber das hat sich dann im Laufe der Geschichte etwas relativiert. Wir kommen dann also in dem schönen Western-Städtchen namens Copperhead an. Also was heißt Western? Also Space Western ist es natürlich. Wir sehen da kein Holz oder ähnliche Dinge. Aber das Setting ist halt natürlich ein ähnliches. Es gibt da eine Mine mit einem Minenbesitzer, der im Prinzip das ganze Städtchen auch besitzt. Und der ihr die Meinung aufzwingen will, interessante Aliens verschiedener Gestalt, also es gibt riesige Schleimklumpen und auch da kommt es zu häuslicher Gewalt, also das ist offensichtlich nicht nur auf Menschen begrenzt und es gibt aber auch ehemalige herangezüchtete Kampfmaschinen, die eigentlich jetzt frei sein sollten, aber teilweise als Arbeiter auch benutzt werden und in diesem Umfeld muss ich jetzt der neue Sheriff, nämlich die Clara Bronson, etablieren. Und also für den ersten Band, das war wieder so ein $9,99 Band, wo ich ja immer, die ich ja gerne nutze, um meine Serie reinzuschnuppern. Hat mir es richtig Spaß gemacht. Also da, ich dachte erst, hier werden nur einige Klischees erfüllt, diese typischen Space-Western-Dinge, aber sie haben hier doch noch einiges mehr aus der Geschichte rausgeholt. Zeichnerisch ist das Niveau auch sehr, sehr gut. Also
da kann man zwar noch eine Schippe zulegen, aber für den Start ist das hier nicht übel, was ich hier sehe. Wurde natürlich auch von anderen wie Warhan und Kirkman natürlich gelobt, wie das immer auf dem Buchrücken so üblich ist, dass man andere Seelen des Verlags sehr lobt. Aber in diesem Fall glaube ich schon, dass es die ehrliche Meinung von den Jungs gewesen ist. Und die erste Geschichte ist auch in sich abgeschlossen. Da geht es um einen Mordfall. Und ja, ich kann schon mal verraten, der Gärtner war es nicht. Aber das Setting, was hier dargestellt wird, ist sehr, sehr gut, unterhaltsam und macht eine Menge Spaß. Ja. Ein anderes Alien-Setting, was ich so aufgerufen habe, ist Star Wars. Der erste Star Wars-Band ist jetzt bei Panini erschienen, der nicht von Dark Horse mehr gemacht wird, sondern von Marvel. Wie wir wissen, hat Disney Marvel Comics gekauft und kann jetzt mit den Rechten im Prinzip machen, was sie wollen. Demzufolge haben sie gesagt, Dark Horse, was ihr so die letzten Jahre so gemacht habt, das löschen wir jetzt alles aus der Kontinuität und machen selber was. Auch in Vorbereitung auf den neuen Film. Die erste Geschichte ist dann von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich Jason Aaron, geschrieben und von John Cassidy gezeichnet. Also zeichnerisch und autorentechnisch haben sie hier schon schwer in die Kiste gegriffen. Und also man kriegt eigentlich genau, was man so erwartet beim Star Wars Comic, wo es noch nicht großartig Kontinuität gibt. Wir wissen ja, bei Dark Horse gab es sehr, sehr viele Zeitebenen und sehr, sehr viele Figuren, die in keinem der Filme aufgetaucht sind oder wenn auch nur am Rande oder sowas. Und hier hat sich Marvel bzw. Jason Aaron voll auf die Hauptcrew zurückgezogen, mit Han Solo, mit Chewie, mit Luke Skywalker und Leia, und die haben einen Angriff auf einen Waffenherstellungsplanet des Imperiums vor. Und wie es bei Star Wars üblich ist, schleichen sie sich mehr oder weniger ein in diese Geschichte und stellen dann aber fest, dass dieser Planet, wo eigentlich automatisiert gearbeitet werden sollte, noch eine beträchtliche Anzahl von Sklaven hat und führen dann diese Sklaven in eine Revolution. Zeichnerisch ist es sehr, sehr schön gelungen. Also da haben wir schon deutlich schlechtere Star Wars Comics gesehen. Erzähltechnisch ist es eigentlich auch gut. Aber ich hatte an keiner Stelle das Gefühl, überrascht zu werden, weil der gute Jason Aaron hat hier einfach Elemente genommen, die wir in den drei klassischen Filmen, also Episode 4 bis 6, gesehen haben und hat die miteinander verquirlt und hat so eine neue Geschichte gemacht. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist genau das, was man, also ähnliche Szenen, wie man sie aus dem Film auch kennt. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich, aber so eine kleine Überraschung hätte ich mir noch gewünscht. Ja, also das sind sehr, sehr viele Klischees erfüllt. Der trottelige 3PO. Ja, also es kommt alles drin vor. Aber es ist bis jetzt noch nicht allzu viel Neues. Es gibt auch wieder neue Plünderer. Ja, das alles im Prinzip Dinge, die wir schon aus dem Film in irgendeiner Art und Weise kennen. Ne? Was natürlich nicht zu einer schlechten Geschichte macht. Aber ich warte immer noch so ein bisschen. Sogar ein AT-AT haben wir noch hier am Start. Ja, also es ist, man nehme alles, verquirle es und dann kommt diese Geschichte raus, die natürlich Spaß macht und man freut sich, das auch mal wieder in dieser klassischen Art zu sehen. Und auch zeichnerisch ist das sehr, sehr nah an den Filmen dran, ja, sowohl von den Gesichtern auch von der Uniform. Aber ich bin gespannt, der nächste Band lässt ja nicht lange auf sich warten, wie das da weitergeht. Ich habe die Serie natürlich ins Abo genommen, schon allein wegen Aaron, aber traure im Prinzip doch so ein bisschen verschiedenen Figuren aus der Dark Horse Continuity hinterher, die wirklich schöne Sachen seinerzeit gemacht haben. Dann habe ich noch gelesen Marvel
die Singles Collection vom Reprodukt Verlag. Und zwar hatten wir schon im letzten Jahr über den über Kinderland von Marvel berichtet, wo Marvel so, ja, so eine Geschichte aus den letzten Tagen der DDR erzählt hat, von einem Junge, der das so miterlebt, der zufälligerweise im gleichen Alter ist, also der sehr, sehr nah auch am Marvel dran ist, aber doch nicht, wo alles so genauso war, wie es in dem Kinderland geschildert hat. Und ich habe mich jetzt schon gefragt, das war ein sehr fetter Band seiner Zeit, der Kinderland, wie lange es dauern wird, bis dann ein neuer Marvel kommt, weil das war ja, denke ich, ein recht großer Erfolg. Also es ging auch quer durch die Medien. Und jetzt hat Reprodukt was sehr Schönes gemacht. Sie haben nämlich die Zeitungsstrip, die Marvel im Tagesspiegel rausbringt, also das ist so eine, also beziehungsweise in der Sonntagsausgabe dieser Zeitung rausbringt, haben die gesammelt und in einem fetten Hardcover-Band herausgebracht. In dieser Kolumne macht abwechselnd Marvel, Flix und auch noch andere Zeichner sonntags einen Comic-Beitrag, der auch relativ groß ist. Und ja, das ist hier gesammelt abgegeben und da geht es um Dinge aus Marvels Privatleben, wie er reist, wie er gewisse zeitgeschichtliche Dinge so kommentiert und ja, seine Vorlieben für das Fahrradfahren und das Fahrrad reparieren. Also ein sehr, sehr persönliches Ding, komplett in Farbe. Man darf sich das Ganze so vorstellen, das ist in Schallplattenformat, passt natürlich sehr gut zur Singles Collection, als hätte man so 5 bis 6 Schallplatten so nebeneinander stehen, so ungefähr ist die Breite des Bandes und da sind wirklich alle Geschichten, auch unveröffentlichte von ihm von den Jahren 2006 bis 2015 drin. Richtig, richtig geiles Zeug. Zumal er auch bei seinen Beiträgen immer einen anderen Stil findet. Ja? Also es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, wie bei Heger oder Garfield, dass da immer 3 Panels sind oder 4 und ein Strich, sondern er versucht da immer ein anderes Äußeres dem zu geben. Ja, manchmal sind es 4 Reihen, manchmal sind es 3 Reihen, manchmal sind es 5 Reihen. Auch bei dem Material, was er verwendet, ist er sehr, sehr abwechslungsreich. Die Kopfzeile, wo der Titel drin steht, die sind jedes Mal anders gestaltet. Hier hat er zum Beispiel einen Adventskalender benutzt oder es gibt auch eine Phase, da liegt er im Krankenhaus, da hat er auf so alles mögliche Papier was gezeichnet, was im Krankenhaus so rumliegt, so ein Stück von seinem Krankenschein und ähnliches, ja, also sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr unterhaltsam. Macht mir als Freund von autobiografischen Comics natürlich sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es nicht, natürlich nicht nur autobiografische Sachen sind. Er baut natürlich auch sein alter Ego, den Hasen, wieder mit ein, also der ja im Prinzip eher als Hase ist. Und erfindet da teilweise Geschichten, wo es wie üblich um die Vorlieben für die Damenwelt geht oder was verbindet er noch mit der alten DDR? Ist auch wieder ein Thema, zum Beispiel als ein Komponist von so einer DDR-Kinderschallplatte stirbt und sowas. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Teilweise hat er auch Sachen, die er komplett digital gemacht hat, die aussehen, als hätte er das, ja, mit Paint hätte er so einen Wurm ausgeschnitten und mal zeichnet quasi in Paint die Abenteuer dieses Wurmes auf eine sehr reduzierte Art und Weise, aber trotzdem funktioniert es halt irgendwie. Ne? Und also man hat sehr, sehr viel und lange an dem Band zu lesen, ne? Weil schon sehr, sehr textlastig. Er hat da zum Beispiel auch einen sehr guten Tipp, wie man ein Fahrrad zeichnet, so dass man als Grafikdesigner nicht kotzen muss, wenn man das irgendwo sieht. Und also auch das hier wird, denke ich mal, ein ähnlicher Erfolg werden wie Kinderland, weil also natürlich ist es nicht genau das Gleiche, ist keine durchgehende Geschichte, aber ja, irgendwie dann doch wieder, weil es ja sehr persönlicher Ausschnitt aus seinem Leben ist. Ne? Kinderland, wem ihm das gefallen hat, der sollte hier auf jeden Fall auch da reinschauen und natürlich auch auf die anderen Sachen wie die Band.
großartige Unterhaltung. Und also für mich ist Marvel auch ohne Fanboy-Brille einer der bedeutendsten deutschen Zeichner aktuell, ganz klar. Tja, dann hätte ich noch anzubieten Alan's War. Und zwar ist das von Emmanuel Gilbert. Den hatten wir schon mal vorgestellt. Der gute Emmanuel Gilbert hatte sich nämlich mit einem Fotografen zusammengetan, der eine Reportage gemacht hat über seine Reise durch Afghanistan. Und der namens der Fotograf. Und in Alan's War, also ich habe die englische Ausgabe, in Deutsch gibt es unter Alan's Krieg natürlich auch zu kaufen, sind diese Erinnerungen von dem GI Alan Cope festgehalten. Und zwar ist das ein GI, der bei der Befreiung Europas dann mitgeholfen hat, auch mit bis nach Deutschland reingekommen ist mit den alliierten Soldaten und dann auch zeitweise da geblieben ist. Und später aber nach Frankreich gegangen ist. Also er konnte dann irgendwann nicht mehr nach Amerika zurück. Also es hat ihm alles so, wie das da war, nicht gefallen und hat sich dann in Frankreich wieder niedergelassen, wo ihn wiederum der Emmanuel Gilbert kennengelernt hat. Ne? Und in diesem Band hat er das Ganze mal schön erfasst, dass die ganze Geschichte, wie das losging, mit dem Einziehen in Amerika, also Amerika hat sich ja relativ lange aus dem Zweiten Weltkrieg rausgehalten und irgendwann mussten dann doch mal Truppen eingezogen werden und da war der Alan Cope halt mit dabei, aber er hat festgestellt, dass er jetzt ja nicht so das Frontschwein ist, hat sich relativ früh dann schon mit Morse als Morse-Soldat, also quasi Kommunikationssoldat eingesetzt, hat es teilweise dann auch gelehrt, war körperlich jetzt auch nicht so der Hühne, dass er da was machen konnte und hat dann eine Zeit lang in den USA noch Soldaten ausgebildet, wurde dann aber, als es pressiert hat, dann doch eingezogen und war dann doch dabei, als es dann galt, Europa zu befreien. Also ist dann, und auch diese Erinnerungen sind dann mit drin. Was er natürlich auch ganz gut konnte, war fahren. Die hatten so einen Radpanzer, würde man heute dazu sagen, wo sie sich mit durch die Gegend, also kein Kettenfahrzeug, sondern ja, immer noch auf Rädern. Und ja, da berichtet er, wie das so war, wenn man im Dorf quasi erobert hat, mit Widerstand, ohne Widerstand und wie die Leute reagiert haben und wie die Menschen waren, auf die er getroffen ist. Sehr, sehr viel geht da aber natürlich vorher auch schon auf seine Ausbildung drauf zu und ja, schildert natürlich auch seine Angst, aber das ist jetzt kein Antikriegs-Comic oder sowas. Also natürlich wird der Krieg hier nicht glorifiziert, aber es geht mehr so um ihn als Person und seine Interessen so in dem Krieg. Also beschreibt auch relativ ehrlich, dass er auch dabei war, als zum Beispiel was geplündert wurde. Ja, also dass er als ein deutsches Dorf erobert haben, dass er auch bei einer Plünderung dann dabei war, aber nur einmal und manche haben es halt ständig gemacht und so weiter und so fort. Und sehr interessant wurde es dann auch nach dem Krieg, wo er im süddeutschen Raum eingesetzt war, teilweise als Übersetzer. Und auch da, wo ist er auf Menschen getroffen, mit denen er ziemlich gut zurechtkam, also sprich Deutsche. Das hat mir in vielen Geschichten nicht so unbedingt, dass noch auf die Nachkriegszeit dann nochmal eingegangen wird, wie er dann zum Beispiel auch im Berchtesgaden ist oder das war ursprünglich auf 3 Bände ausgelegt, diese Geschichte. Also es, wie gesagt, es geht nach dem Krieg weiter und wie er dann noch der Liebe wegen nach Amerika geht, er ist halt auch so ein bisschen romantisch veranlagt, trifft natürlich dann auch in Deutschland noch Damen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Also gibt es zum Beispiel eine, die ja eigentlich immer noch überzeugt ist, dass das Dritte Reich schon seine Berechtigung hatte und so weiter und trotzdem ist er der sehr amorös zugetan. Und ja,
Und wir begleiten ihn auf seiner Geschichte dann ja in der Nachkriegszeit nach Amerika, wieder zurück nach Europa. Ob er, natürlich war er da kein Soldat mehr, sondern hat als ziviler Angestellter dann für die Streitkräfte, die dann dort stationiert waren, gearbeitet. Wieder ein richtig, richtig guter Band von Joubert, wobei ich, wenn ich es direkt vergleichen müsste, sagen muss, dass der Fotograf etwas besser ist, weil da die Geschwindigkeit und die Art der Geschichte einfach konsequent durchgesetzt wird, während hier sehr, sehr viel nach hinten raus einfach Themen sind, die mich dann im späteren Verlauf gar nicht mehr so interessieren. Also natürlich die Nachkriegszeit finde ich noch spannend, aber dann seine amorösen Abenteuer in Amerika und ja, wie er, wo er als Übersetzer oder als was auch immer arbeitet in Frankreich, das hat mich irgendwie nicht so in den Bann gezogen. Also er legt auch sehr, sehr viel Wert auf Personen, die er getroffen hat. Zum Beispiel in Berchtesgaden lernt er einen Komponisten kennen, der während des Kriegs natürlich nicht unbedingt gebraucht wurde von seinem Beruf her, der aber später dann, den er immer wieder auf der Bühne dieser Welt trifft. Aber das ist halt auch, wo ich sagte, okay, das ist für ihn persönlich eine sehr, sehr wichtige Erinnerung, weil das ein Freund von ihm ist. Aber da hätte Emmanuel Joubert für mich noch so ein bisschen mehr rausfiltern müssen, was findet denn der Leser jetzt möglicherweise interessant und was nicht. Natürlich, die Geschmäcker sind verschieden und vielleicht gibt es auch welche, die es gerade gut finden, aber mich hat mehr so die Kriegshandlung und die Nachkriegszeit, das fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Das Spätere, darauf hätte ich unterm Strich auch verzichten können. Aber bei dem US-Band gibt es ja sowieso alles in einem Band, insofern kein Problem. Wie immer bei diesen Geschichten ist hinterher sehr interessant zu sehen, die realen Bilder, weil der Emmanuel Joubert hat ja auch ein bisschen reduzierten Zeichenstil, also mit Hintergründen und sowas, das macht er jetzt nicht so mega intensiv und manchmal retuschiert auch Fotos rein oder ja, also ich will nicht wissen, wo er die verschiedenen Hintergründe teilweise da rausgezogen hat. Manchmal sind überhaupt keine, ist nur weiß. Und daher ist es doch sehr, sehr interessant zu sehen, wie gut er doch den Gesichtsausdruck von dem Alan Cope getroffen hat und auch von den verschiedenen anderen Leuten, über die er berichtet. Ja, das, da ist er sehr, sehr nah dran. Und ja, also es gibt dann am Ende wieder diesen typischen Aha-Effekt, wenn man die Leute dann in echt sieht. Also das passt schon sehr gut. Sehr, sehr traurig auch. Er hat dann noch Anmerkungen dazu gemacht, weil der Alan Cope ist, den hat er auch beim Sterben begleitet im Spiel. Also also wie gesagt, das war dann ein richtiger Freund von ihm und den hat er damit auch begleitet. Aber nichtsdestotrotz, es gibt sogar noch einen weiteren Band, wo er die Jugend von Alan Cope in Amerika beleuchtet. Jetzt stellt sich mir natürlich wieder die Frage, wird es was für mich sein oder wird es nichts für mich sein? Aber scheiß drauf, kaufen werde ich ihn wahrscheinlich sowieso. Zum Schluss habe ich dann noch einen anderen Band von Reprodukt. Und zwar ist das von Charles Burns Zuckerschädel. Charles Burns ist hierzulande größtenteils auch durch Black Hole bekannt. Ein Band, in dem auf verstörende Art und Weise die Pubertät von Jugendlichen näher gebracht wird, aber auf wirklich, wirklich sehr kranke, alienartige Art und Weise. Und für diese Darstellung ist er ja mittlerweile auch bekannt geworden. Also, dass er immer so ein bisschen Mystery angehauchte, ja teils schon ekelhafte Dinge da bringt. Schon auf dem Cover ist es hier so, dass ein ja leicht untersetzter junger Herr mit Elvis-Frisur leuchtet und sieht dann das Skelett von ja, man weiß nicht, ist es ein Baby, ist ein Baby-Alien oder sowas auf so eine Art fremden Planeten anleuchtet. Und ja, das ist im Prinzip auch der dritte Teil von und abschließende Teil. Der erste Band der Serie hieß X und der zweite die Kolonie und schon da haben wir das Leben von des Hauptdarstellers Doug verfolgt, der ja immer abwechselnd im Drogenrausch ja, so eine Art Dimensionswechsel vornimmt. Also
Es beginnt hier zum Beispiel in dem Band, da man sieht man eine Lampe und man sieht, das ist eine rote Lampe und das Bild zoomt dann raus und dann sieht man, dass man in so einem Fotoatelier ist und der Doug Fotos entwickelt. Dann sieht man da ein ganz komisches Foto, wo eine nackte Dame ein Herz mit so einem Messer vor sich hochhält. Und plötzlich ändert sich das, der Stil komplett. Und der Doug ist auf einmal in so einer Tim und Struppi-Grafik, wie zum Beispiel auch schon auf dem Cover von X sehr gut zu sehen. Und läuft ja über so einen Alien-Planeten, wo ganz mutierte Frauen halb bekleidet, aber wie gesagt unansehnlich mutiert da rumsitzen. Und da ist er auf der Suche. Ihm wird dabei von so einem kleinen Zwerg, also sieht aus wie so ein Zwerg, ein faltiger Zwerg, in so eine Höhle gebracht. Da gibt es auch 1000 Skelette und irgendwann kommt er durch Gänge, die aussehen, als wären es organischen Ursprungs. Und da trifft er plötzlich seine Freundin, die ein Kind kriegen muss. Und dann kommt auch wieder eine sehr, sehr verstörende Szene. dieses Kinderkriegens nämlich, also nicht, dass das schon an sich schon verstörend genug wäre, aber er schafft es dann halt noch verstörendere Dinge zu schreiben und dann gibt es wieder plötzlich Rückblenden, also man sieht, dass der Doug dann offenbar in einer anderen Zeit ist, man sieht es so ein bisschen an seinem Gewicht und auch an seiner Frisur, die sich so ein bisschen verändert hat und da geht es dann wieder um sein Vorleben, was er in so einer Band hatte und auch da kam er wohl nicht immer besonders nett an bei den Damen, mit denen er zusammen war. Und so switcht das die ganze Zeit hin und her. Der junge Doug, der alte Doug, der Doug als Tim und Struppi Verschnitt, also in sehr, sehr ähnlichen Stil gehalten. Also man erkennt sofort den Hergé daraus, den er da als Vorbild hatte. Und der Doug ist dabei auch ziemlich oft auf der Flucht. Ja. Zwischendurch gibt es da noch ein seltsames Aufeinandertreffen mit einem Ex-Freund von seiner aktuellen Freundin, der so ein bisschen aussieht wie Dahmer, also der Massenmörder aus den USA und der ihm dann auch einfach mal krankenhausreif schlägt zwischendurch. Ja. Also das in überall eingestreut in der ganzen Geschichte gibt es dann auch Passagen, wo Gedärm und also sehr, sehr verstörend. Und ich dachte, ich hoffe, jetzt kommt nicht der Lost-Effekt, dass am Ende überhaupt nichts erklärt wird. Aber hier ist es doch ganz anders und das ist ein Spin, der am Ende richtig, richtig gut wirkt. Also wo man dann, ich will nicht sagen, mit einmal sofort alles erkennt, aber wenn man es beim zweiten Mal lesen würde, würde man genau wissen, worauf dann hinaus will. Ja? Was soll zum Beispiel das tote Schwein, was er irgendwann auf der Mülltonne liegen sieht? Oder was sind die Bilder, die er dauernd reingeflasht kriegt in seinen Kopf? Und was bedeutet das Messer und so weiter und so fort? Also da ist eine Menge Potenzial in dem Band. Das ist sicherlich nicht was man lesen möchte, wenn man sich einfach nur mal kurz entspannen möchte, da muss man sich schon sehr stark reindenken und es gilt auch einiges an Ekel zu überwinden. Also das beherrscht er wirklich wie kein zweiter. Man denkt ja, man ist irgendwann abgehärtet durch diverse Comics oder auch Cover von CDs, Platten und so weiter, aber hier da kriegt er schon öfters mal ein komplett neues Level, was die Ekligkeit hier betrifft. Aber genauso soll Charles Burns ja auch sein. Und jetzt gerade, wo das Ding abgeschlossen ist, ich weiß nicht, ob dann noch irgendwann ein Sammelband rauskommt, aber das ist auch definitiv ein Comic, über den man längere Zeit auch nachdenkt, wenn man gelesen hat. Das ist nicht, wir stellen es ins Regal und löschen, was wir gerade gelesen haben, sondern das ist wie Black Hole. Also auch da kann ich mich heute noch an diverse Panels erinnern, die mir stark an die Nieren gingen beim Lesen. Ja, also das ist schon eine Liga für sich, was der Charles Burns da abliefert. Ist auch wieder sehr schön hochwertig aufgemacht. Album, Hardcover mit so einem Stoffeinband hinten, also das kommt ja jetzt öfters vor, ist bei dem
bei verschiedenen anderen Bänden von Reprodukt und zum Beispiel Avant war es, glaube ich, auch schon der Fall. Ja, also schon allein auf dem Backcover ist so ein Kind, was sich im Halloween-Kostüm als Skelett verkleidet hat, aber sehr, auch sehr, sehr verstörend. Also die Maske sieht schon sehr, sehr fies aus und er steht auch in so einem See, in so einer Trümmerlandschaft, der komplett alles in Rot gefärbt ist. Und also es ist wirklich ein durchgängiger Albtraum. Aber wie gesagt, hier gibt es nicht den Lost Effect, sondern es gibt eine plausible Erklärung und ich denke, da sind wir jetzt alle ein bisschen schlauer, wo wir jetzt mehrere Jahre dann doch drauf gewartet haben, wie des Rätsels Lösung ist. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, heute war es wieder sehr, sehr gemischt. Ich hoffe, es war für jeden was dabei und ja, frohes Comiclesen. Bis dann. So, und die alberne Weisheit des Tages lautet: Wir sind Schlumpf, Widerstand ist zwecklos. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.